Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier wieder, danke Doris, im Parlament nach einigen Jahren im Ausweichquartier des Parlaments in der Hofburg. Ist es doppelt schön, hier wieder im Hohen Haus am Ring mit dem Barbara-Brammer-Symposium zu Gast zu sein. Es wurde vor 10 Jahren in diesem Haus unter anderem von dir, liebe Gabi Heinisch-Hossegg, ins Leben gerufen und es füllt noch immer Seele. Und das ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Und wir sind so überwältigt, dass wir jetzt außer Protokoll, liebe Eva-Maria Holzleitner, nur ganz kurz dich als Organisatorin des Barbara-Brammer-Symposiums auf die Bühne holen, weil das ist wirklich außergewöhnlich. 2 Säle hier im Haus, das ist eine großartige Leistung, mittels Livestream hinaus, damit hast du auch nicht gerechnet. Ich kann nur vielen, vielen herzlichen Dank sagen an alle, die heute hier sind, die im zweiten Raum auch im Parlament teilhaben, an alle, die uns via Livestream zusehen. Wir sind überwältigt, dass wirklich auch das Vermächtnis von Barbara Brammer von so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach wie vor geschätzt wird, geehrt wird, dass dies auch von so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich gemacht worden ist, dass wir diese Veranstaltung in diesem großen Rahmen auch abhalten. Vielen herzlichen Dank an alle, die hier großartige Vorarbeiten geleistet haben. Ein großer Applaus an dieser Stelle vor allem. Und dass wir hier an der Wirkungsstätte von Barbara Brammer als Nationalratspräsidentin auch durch unsere Nationalratspräsidentin Doris Bures wissen, dass die demokratische Teilhabe und der demokratiepolitische Einfluss, die demokratiepolitische Wichtigkeit des Parlamentarismus nach wie vor hochgehalten wird. In einem Jahr wie 2024 ist das wichtiger denn je und deshalb ist es gut zu wissen, hier auch Demokratinnen zu haben, wie Doris Bures, die diese Veranstaltung immer mit vollem Herzen unterstützt haben und auch unterstützen bei diesem 10. Jubiläum. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf einen ganz tollen, intensiven Tag von frauenpolitischer Vernetzung, vieler Begegnungen, nachher dann auch in der Mittagspause, wo wir nicht nur aus diesem Lokal, sondern auch aus den anderen Räumlichkeiten zusammenkommen und vor allem dieses Vernetzen, dieses demokratische Einander bestärken, auch noch intensivieren können. Vielen Dank. Danke dir, liebe Eva-Maria Holzleitner. Das war uns wichtig, dass wir diesem ganz besonderen Jubiläum auch die Rechenschaft geben, die der Name Barbara Brammer, die aber vor allem die feministische und demokratische Politik, für die sie gestanden ist, ehrt. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass sich auch viele hier heute hier im Haus, im Parlament, in einem anderen Saal dem Brammer Forum angeschlossen haben, auch wenn wir nur mittels einer Live-Schalte mit Ihnen verbunden sind. Ein herzliches Willkommen auch wirklich an dieser Stelle noch einmal allen Hundertschaften, die auch auf ihren Laptops oder Handys mit dabei sind. Wir wissen das sehr zu schätzen. Es ist ein Saal hier, der voll ist. Es ist der zweite Saal, der voll ist. In diesem Saal sitzen aber auch ganz, ganz viele Ehrengäste und ich darf Sie bitten, mir zu erlauben, Sie zu begrüßen. An vorderster Stelle den Bundesparteivorsitzenden der SPÖ, Andreas Babler. Schön, dass du hier bist. Es ist immer eine Ehre, wenn sie hier ist und eine Freude, sie zu sehen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyn Regner, schön, dass du da bist. In doppelter Funktion, liebe Doris, nämlich als Renner-Institutspräsidentin und als zweite Präsidentin des Nationalrats. Nochmals danke, dass wir hier sein dürfen. Das ist dein Applaus. Die Fraktionsvorsitzende im Bundesrat, ÖGB-Vizepräsidentin und ÖGB-Frauenvorsitzende Corinna Schumann ist auch bei uns. Herzlich willkommen. Applaus
Namens der zusätzlichen VeranstalterInnen darf ich noch einmal ersuchen, erstens um einen wirklich kraftvollen Applaus für dich, liebe Eva-Maria Holzleitner. Danke. Danke, dass das Barbara Brammer Symposium auch in sein 10. Jahr gekommen ist. Wir freuen uns aber auch und sind sehr dankbar über die Unterstützung der FEPS. Herzlich willkommen dem Generalsekretär Laszlo Andor. Schön, dass du bei uns bist. Und an seiner Seite auch die Direktorin des Karl-Renner-Instituts, Maria Malcznik. Schön, dass du da bist. Danke vielmals. Es ist auch schön, dass die beiden Bundesgeschäftsführerinnen, Bundesgeschäftsführer bei uns sind, lieber Klaus Seltenheim, liebe Sandra Breiteneder. Danke für euer Kommen. Und protokollarisch nicht ganz sauber, aber doch darf ich alle anwesenden Abgeordneten zum Nationalrat, zum Bundesrat, alle VertreterInnen der Landtage, der Gemeinden und alle Landesfrauenvorsitzenden der SPÖ-Organisationen, die heute hier sind, begrüßen. Und es ist wirklich eine Freude, dass es so einen politischen und auch gesellschaftlichen Rückhalt gibt hier. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben auch heuer zwei exzellente Keynote-Speakerinnen gewinnen können, ihren Beitrag zum Barbara Brammer Symposium zu leisten und uns mitzunehmen in ihre Forschung, in ihre Erkenntnisse, in die Ergebnisse dessen, was es gerade jetzt in diesem Jahr, wo Demokratie auf dem Prüfstand steht, braucht. Ich darf um einen Applaus ersuchen für Linda Erker und Aysche Dürsun. Schön, dass Sie beide bei uns sind. Und die unter Ihnen, die nicht zum ersten Mal beim Barbara Brammer Symposium dabei sind, wissen, es wird ja dann auch im Anschluss an diesen Vormittag wirklich gearbeitet in den Workshops. Also da gibt es auch Inhalt, der eben von den ExpertInnen dann mitverhandelt werden kann. Diese Workshops aber werden noch einmal von ExpertInnen, KommentatorInnen, ModeratorInnen begleitet. Und ich möchte stellvertretend für alle hochrangigen Verantwortlichen dieser Workshops die Frauenministerin außer Dienst und vor allem Barbara Brammer Forum Initiative Gabriele Heinisch-Hossek herzlich begrüßen. Andrea Brunner kommt, glaube ich, am Abend dann noch dazu und Barbara Rosenberg natürlich auch eine der Gründerinnen. Es ist immer schön, Familie zu begrüßen, wenn wir Barbara Brammer gedenken. Ein herzliches Willkommen den beiden Schwestern von Barbara Brammer, Elisabeth und Silvia Thaller. Schön, dass ihr hier seid. Ich erlaube mir zu sagen, danke, dass ihr sie mit uns geteilt habt. Ich freue mich auch, zwei ganz besondere, vertraute Gesichter immer beim Barbara Brammer Symposium zu sehen. Das ist der langjährige Büroleiter von Barbara Brammer und lieber Freund Helfried Kadel. Schön, dass du hier bist. Und die ehemalige Landesgeschäftsführerin der oberösterreichischen SPÖ-Frauen und langjährigste, innigste Vertraute von Barbara, liebe Anneliese Zimmermann. Wo bist du? Ah, da bist du. Liebe Anneliese, schön, dass du da bist. Ich muss Sie noch ganz kurz mit ein paar Hinweisen aufhalten. Es wird die gesamte Veranstaltung aufgezeichnet. Das müssen wir dazu sagen und wir hoffen, dass das in Ihrem Sinne ist, damit wir eben auch das, was heute hier mit Ihnen geteilt wird und auch an politischen Reden heute hier gehalten wird, auch dokumentieren können. Es wird für alle, die hier vor Ort sind, auch einen Büchertisch geben, auf den darf ich auch noch hinweisen und wie schon erwähnt auch sagen, dass
wir dann in weiterer Folge uns sozusagen zusammentreffen werden, alle, die hier im Haus sind, im Rahmen der Mittagspause und dann eben in den Workshops, und dann wird es am Abend noch einen Empfang geben. Ich möchte schließen mit einem Dank an die Gebärdensprachen-Dolmetscherinnen und an die Übersetzung nach und von Englisch. Das ist auch ein Hinweis. Es wird kurz eine sozusagen eine Gesprächsrunde hier auf der Bühne geben, wo ich auch auf Englisch mich mit einem Gast unterhalten werde. Wer sich da lieber gerne eine Übersetzung holt, zögern Sie nicht. Es gibt hier jede Menge Mikrofone, nicht Mikrofone, die gibt es nicht so viele, Kopfhörer. Ich gebe Ihnen auch mein Mikrofon, wenn Sie das glücklich macht. Ich darf jetzt jedenfalls einem das Mikrofon übergeben, und zwar das am Rednerpult. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er hier ist als Bundesparteivorsitzender der SPÖ, Seite an Seite mit der Frauenorganisation, Andreas Babler. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, liebe Genossinnen, liebe Aktivistinnen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass einige Quotenmänner heute auch unter uns sind, um sie auch recht herzlich zu begrüßen. Es ist ein Tag des Nachdenkens an Barbara Brammer, eingebettet in eine politisch aktuelle Situation und eingebettet in eine Zukunftsvision und in ein Zukunftsversprechen auch der Sozialdemokratie. So wie wir es waren, die um Frauenrechte gekämpft haben in diesem Land, so sind wir jetzt die Organisation als Partei, die Frauenrechte verteidigt, und die Organisation, die in Zukunft Frauenrechte ausbaut, stärkt und sichern wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Einbettung in die Historik, die ist insofern interessant, weil wir gesehen haben, wie schnell eigentlich Fristen, Regelungen, die wir hart durchgekämpft haben, auf einmal wieder im Zentrum einer politischen Auseinandersetzung steht. Wo wieder durchschlägt dieses Frauenbild, dass Frauen nicht das Recht haben, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Und um nichts weniger geht es, weil wir das vor wenigen Monaten in einem Bundesland erlebt haben, dass wir wissen, dass dieser Geist auch noch immer schlummert in anderen politischen Parteien, die es manchmal gut verstecken. Und die Sozialdemokratie ist die politisch bestimmendste, einzige Kraft, die tatsächlich etwas dagegen hat. Das Recht auf die selbstständige Entscheidung der Frau, was ihren Körper anbelangt. Eines der fundamentalen Rechte in der heutigen Gesellschaft, und ein Kampf, den Barbara Brammer mitgeführt hat, auch vor vielen Jahren noch, dass dieser Geist nicht mehr zurückkehrt, nicht mehr zurückschraubt und dass das nie wieder passieren darf, dass erkämpfte Rechte, die wir jahrelang erstritten, erkämpft haben, in Gefahr kommen. Und das Wichtige heute ist, dass wir eingebettet das auch immer so verstanden haben, dass Kampf um Frauenrechte ein Kampf um demokratische Rechte sind. Das ist das, was Barbara Brammer oft formuliert hat, dass sie uns mitgegeben haben. Es gibt keinen isolierten Kampf um Frauenrechte. Es gibt keinen isolierten Kampf um das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Sondern es geht darum, Demokratie so zu begreifen. Es gibt keine Demokratie, mit der wir zufrieden sein können, wenn Frauenrechte nicht gewährt, ausgebaut und gesichert werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir sehen, was diese jetzige Regierung auch an trauriger Bilanz vorzuweisen hat, wenn wir unseren Kampf sehen, gemeinsam mit der EFI an der Spitze, zu sehen, was Gewaltschutzpräventionskapazitäten in diesem Land anbelangt, dieser tagtägliche Kampf gegenüber mit einer Frauenministerin, die untätig ist, wo wir den Eindruck wirklich tatsächlich oft gewinnen, dass sie gar nicht gerne diesen Titel Frauenministerin politisch gerne trägt, dass sie gar nicht damit konfrontiert werden will, auch eine Verantwortung für Frauen in dieser Republik zu haben. Diese 29 Femizide in einem Jahr alleine plus noch über 50 Mordversuche von Partnern oder Ex-Partnern, um das einmal auch in dieser dramatisch hohen Zahl zu benennen, das ist eine Verpflichtung zu tun, jeden Tag aufzustehen und zu tun, alles in der Macht Stehende zu tun, um Frauen zu schützen.
Und das ist der Auftrag und das Versprechen, das wir als Sozialdemokratie auch abgeben. Wenn wir davon sprechen, was wir in dieser Republik auch tatsächlich wieder aufrichten wollen, dann beginnen wir auch mit dem Zugang, dass es keine gute Republik geben kann, in dem Frauen nicht ein wesentlicher Bestandteil von jedem politischen Denken ist. Ihr wisst es. Politik bestimmt in allen Feldern nämlich auch die Frage, wie weit Frauen sich selbst ermächtigen können, Rahmenbedingungen zu schaffen, Bedingungen zu verändern, unter denen wir es nicht möglich gemacht haben, Frauen in diesem Land ihr Selbstbestimmungsrecht, ihre eigene Ermächtigung tatsächlich durchsetzen zu können. Und es geht durch alle gesellschaftlichen Bereiche, es geht durch alle wirtschaftlichen Bereiche und es geht natürlich auch über das Rollenbild der Frau. Wenn wir jetzt ganz dramatisch dieses Rollenbild in Frage stellen, und ich habe es gemerkt in den letzten Monaten, wie das auch nach außen kommuniziert worden ist, in einer ganz einer großen Dynamik von Eva und von mir, das Rollenbild anzufangen. Solange wir dieses Rollenbild nicht aufbrechen können, solange wird es total politisch schwer werden, auch die Rahmenbedingungen mit einer großen Mehrheit auch vom Verständnis her zu tragen, dass es der wichtigste Kampf ist. Rolle definiert Stellung. Und ohne dem Aufbrechen von Rollenbildern können wir den Kampf nur geschwächt führen. Deswegen müssen wir unsere ganze Kraft machen, zu thematisieren, was es heißt, wenn wir eingebettet in alle Diskussionen, die wir haben, über Verkürzung der Arbeitszeit, über Pensionen, die gerecht sind, auch daraus zu denken, dass die Rollenbilder ja dazu sorgen, dass die Frauen noch immer 70, 80, 90% der Care-Arbeit machen, dass sie gezwungen werden, Teilzeit zu arbeiten, nicht weil sie weniger arbeiten wollen, sondern weil sie in der Realität 16, 17, 18% weniger verdienen. Und so sind diese Forderungen von uns auch in der Öffentlichkeit. Gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit endlich umzusetzen. Ich habe es gemerkt, es wird eine der Grundbedingungen sein, eine der Hauptforderungen, um es zu konkretisieren, der Sozialdemokratie in diesem Land, dass wir endlich in diesem Bereich was weiterbringen. Das ist eine Grundvoraussetzung aus einem Rollenaufbruchsdenken heraus, dass wir endlich verpflichtete Lohntransparenz in diesem Land, so wie es andere Staaten uns schon vorzeigen, einführen, damit wir endlich auch die Voraussetzungen schaffen, dass Frauen nicht automatisch die sind, die in Familienentscheidungen dann Teilzeit arbeiten und sich mehr um Kinder kümmern müssen, aus der Familieneinkommenssituation in vielen Realitäten. Und gleichzeitig haben wir eine Auseinandersetzung zu führen. Und ich sage es mit aller Deutlichkeit, wenn wir über Frauenrechte und demokratischen Rechten und Absicherung von Demokratie sprechen, dann ist dann schon wieder der nächste Tabubruch passiert in der Öffentlichkeit. Ideologisch gedacht haben sie es Rechtsextreme für über viele Jahre vorbereitet, eingebettet in fixen Ideologien. Aber da, was jetzt aufbricht, das ist nicht nur mehr die Ausländerfeindlichkeit, das Spülen und das Hintreten auf Schichten. Es ist nicht nur mehr das Gegeneinander ausspülen, auch das traditionelle, konservative, frauenverachtende Politikverständnis mit Herdprämien und vielem anderen mehr, sondern jetzt erleben wir, wie in Hinterzimmern von Gasthäusern ganz offensichtlich demokratische Grundrechte gefährdet werden sollen. Alle, die die Gesinnung nicht teilen, weitergedacht, tatsächlich bedroht werden, nicht nur von Abschiebung, sondern gänzlich auch in einer Verfolgung tatsächlich sie befinden werden, wenn wir das zulassen. So sind wir aufgerufen und das ist der Anknüpfungspunkt auch an Barbara Brammert, der auch wichtig ist. Sie war es auch, die hier diese Demokratiewerkstätte mit einem großen Fokus und sehr bewusst als politisches Projekt gesehen hat. Was ist die größte Waffe, die wir haben? Ist eine aufgeklärte, gebildete Gesellschaft, die erkennt, was die Muster hinter diesen radikalen Ansagen dahinter steht. Deswegen ist es so wichtig, heute auch zu erwähnen, wie dankbar wir sein können, dass junge Menschen hierher kommen, einen Zugang haben zu Demokratie, zu Bildung und vieles mehr. Und ich mag mich auch hier für Barbara Brammers Initiativen bedanken. Eine der wichtigsten Kampfmittel, die wir zur Verfügung haben für aufgeklärte Gesellschaft, für einen Konterpunkt gegen autoritäre Regierungsfantasien, sind gut gebildete, auch demokratisch gebildete junge Menschen für die Zukunft. Und in dem Sinne mag ich euch allen heute einen wahnsinnig starken Tag wünschen, einen kämpferischen Tag, einen Tag, wo ihr Leidenschaft miteinander teilt, einen Tag, wo ihr motiviert rausgeht und wisst, die Sozialdemokratie ist nicht solidarisch in ihrer Organisation mit Frauenrechten,
sondern sie ist Seite an Seite und fix eingebettet in den Kampf um Frauen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und muss mich leider entschuldigen. Ich sollte jetzt schon in der Steiermark sein, wo eine Genossin seit vielen Monaten einen Tourtag in ihrer Region entgegenfiebert mit mir gemeinsam. Und wir haben es nur möglich gemacht, dass ich heute kurz als Zeichen auch der Wertschätzung heute noch kurz zu euch kommen habe können. Schönen kämpferischen Tag heute, schönen solidarischen Tag, schönen spannenden Tag. Danke euch allen, die dazu beigetragen haben, das zu organisieren. Eine tolle Veranstaltung mit einem wahnsinnig großen Erfolg. Freundschaft. Herzlichen Dank, Andreas Babler. Den Applaus nimmt er mit auf seine Reise in die Steiermark, wo Betriebsbesuche und ja auch sicher das eine oder andere Statement zu den politischen Vorgängen in diesem Bundesland heute auf seiner Tagesordnung steht. Bei uns auf der Tagesordnung steht unverändert der feministische Kampf um Teilhabe an Demokratie, aber auch der Beitrag, den Feminismus und Demokratie miteinander für eine gelingende Gesellschaft leisten können. Ich freue mich jetzt schon zum, möchte ich fast sagen, traditionellen Eröffnungstalk auf die Bühne zu bitten, unsere zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. Ich darf dich auf die Bühne bitten. Das ist gut. Liebe Eva-Maria Holz-Leitner als Vorsitzende der Bundes-SPÖ-Frauen. Und wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, dass sich der Zusammenschluss der europäischen progressiven Parteien und deren sozusagen Bildungsorganisation sich hier immer dem Barbara Brammer Symposium anschließt, was mir vielleicht auch die Gelegenheit gibt. Es gibt Gerüchte auch über anwesende VertreterInnen des diplomatischen Korps. Ich darf jedenfalls alle herzlich bei uns begrüßen, die in Vertretung auch internationaler Organisationen oder auch eben anderer Länder und Botschafterin auch hier bei uns ist. Ich höre wunderbar, Frau Exzellenzbotschafterin aus Spanien. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe Sie nicht auf der Liste gehabt, aber es ist eine Freude, dass Sie hier sind. Danke, Exzellenz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt jedenfalls darf ich den Generalsekretär der Organisation auf europäischer Ebene, die sozusagen mit dem Renninstitut hier in Österreich verbunden ist, auf die Bühne bitten. Laszlo, das war eine lange Anmoderation. Laszlo Andor, bitteschön, komm zu uns herauf. Und ich darf dir, Eva, zuerst das Mikrofon bitten und dann vielleicht gerne weiterreichen. Du hast in einem Interview zu diesem außergewöhnlichen Jahr, und das ist ja auch für alle hier im Raum bewusst, dass es ein Jahr ist, in dem ganz viele Wahlen anstehen, vom Jahr der Demokratie gesprochen. Also da liegt auch nahe, dass man den feministischen Jahresauftakt in dieses Motto stellt. Aber was genau meinst du damit oder welchen Appell hat das für deine eigene politische Arbeit? Das Jahr der Demokratie 2024 ist mir deshalb in den Sinn gekommen, weil in diesem Jahr so viele Menschen global wählen wie noch nie zuvor. Nicht nur in Österreich, nicht nur in Europa, sondern in vielen, vielen anderen Ländern auch. Und dieses Jahr der Demokratie ist deshalb für die Frauen so extrem wichtig, weil es natürlich hier richtungsweisende Entscheidungen gibt und um richtungsweisende Entscheidungen geht, wie vor allem für die Frauen zukünftig Politik gestaltet werden kann, beziehungsweise wie Politik für Frauen gestaltet werden soll. In Österreich denke ich da ganz unmittelbar daran, ob bei der Nationalratswahl demokratische Kräfte gestärkt werden.
befinden wir uns nach der Nationalratswahl in einer Situation, wo wir frauenpolitische Errungenschaften auch von einer Barbara Brammer weiterhin verteidigen müssen oder ob wir den Sprung schaffen nach vorne. Progressive Frauenpolitik, tatsächlich auch halbe-halbe, wie Helga Konrad, die heute auch unter uns ist, eine ehemalige Frauenministerin, schon in den 90ern gefordert hat, dass tatsächlich bezahlte und unbezahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern fairer aufgeteilt wird. Schaffen wir diesen Sprung nach vorne für die Frauen in eine progressive Zukunft, in eine demokratische, weiterhin demokratische Zukunft, oder sind wir in jenem Status, dass wir einfach frauenpolitische Errungenschaften verteidigen müssen? Und wenn ich hier europaweit schaue, dann ist dieses Verteidigen durchaus etwas, was in vielen Ländern der Fall ist. Nicht unweit hier von Wien beginnt Ungarn, wo wir sehen, dass gerade in der Familienpolitik extreme Rückschritte gemacht werden und Frauen zurück in das private Umfeld gedrängt werden und nicht mehr gleichberechtigt am Erwerbsleben auch teilhaben können. Wir haben gesehen, dass in Polen, wo zum Glück durch ein Wahlbündnis, vor allem auch durch beherzte Politik, eine Wende geschafft worden ist, aber die ehemalige Regierungspartei PiS zum Beispiel diese demokratische Entscheidung nicht akzeptiert. Und wo natürlich dann auch für die Frauen wiederum eine sehr schwierige Situation sich darstellt, weil wir wissen, dass in Polen der Schwangerschaftsabbruch dazu geführt hat, dass Frauen gestorben sind. Also hier haben wir auch in Europa ganz unmittelbar große frauenpolitische Baustellen, und das Jahr der Demokratie muss im Sinne der Frauen gestaltet werden, also progressive Schritte nach vorn, Gleichberechtigung und auch weitere Fortschritte im Bereich der Lohntransparenz und in vielen, vielen anderen Bereichen. Dieses Jahr der Demokratie für die Frauen ist ein ganz, ganz zentrales. Herzlichen Dank. Doris, der Zusammenhang zwischen Demokratie und Feminismus liegt auf der Hand. Gleichzeitig muss man sagen, es gibt natürlich auch Demokratien, die die Spielregeln der Demokratie erfüllen und trotzdem weit entfernt davon sind, feministisch zu sein. Dieser Kontext von Demokratie und Feminismus, der hat nicht nur das Leben von Barbara Brammer geprägt, sondern ganz zweifellos trägt das auch deine Handschrift, vor allem in deiner Rolle hier im Hohen Haus. Was bedeutet für dich eine Demokratie ohne Feminismus, um es mal andersrum aufzuziehen? Ja, danke Sonja für diese eigentlich sehr umfassende Frage, die du da an mich stellst, obwohl man sagen könnte, sie ist ja einfach zu beantworten. Es gibt keine Demokratie ohne Feminismus. Und bei den oft zähen und mühsamen Kampf um Gleichstellung, Gleichberechtigung und einer starken feministischen Bewegung, wo man manchmal das Gefühl hat, jetzt geht dann gleich der Atem aus oder so, muss ich jetzt wirklich sagen, das gibt so viel Zuversicht, Hoffnung und Freude, eine Veranstaltung wie diese heute erleben zu dürfen. Dieser Saal voll, noch ein Saal voll. Also, die können sich alle anhalten. Wir sind da. Aber ich möchte vielleicht kurz doch diesen Zusammenhang noch einmal versuchen, auch zu deutlich zu machen, zu verbildlichen, warum es diesen engen Zusammenhang zwischen einer demokratischen Entwicklung und dem Feminismus auch gibt. Man sieht es vor allem dort, wo wir und Frauenrechte noch mehr unter Druck kommen, welchen engen Zusammenhang es gibt. Also das eine ist, wir haben leider weltweit, die Eva hat darauf Bezug genommen, eine Entwicklung, wo die demokratisch organisierten Gesellschaften nicht mehr werden, sondern weniger werden. Wir haben jeder vierte Weltbürger, Weltbürgerin lebt in einer Diktatur. Und so ist unserem Verständnis einer liberalen, entwickelten Demokratie, sind es nicht einmal 15% der Weltbevölkerung, die in diesen entwickelten Demokratien leben können. Umso mehr müssen wir wehrhaft sein in der Verteidigung dieser liberalen Demokratie. Und umso mehr müssen wir auch achtsam sein, wenn es entwickelt
Entwicklungen gibt, die sich gegen Frauen richten und damit insgesamt gegen demokratische Systeme. Und da möchte ich zwei Beispiele noch nennen. Ein internationales, an dem man das natürlich in der furchtbarsten Art und Weise auch sieht. Also wenn wir uns den Iran und Afghanistan hernehmen, dann hat es dort begonnen, Frauen aus der Bildung auszuschließen, Frauen aus dem Erwerbsleben auszuschließen. Fundamentalste Frauenrechte werden mit Füßen getreten. Und es geht Hand in Hand mit antidemokratischen Entwicklungen. Und wir brauchen auch nur in Europa schauen. Wir diskutieren es in der Frauenbewegung ja auch sehr oft und in der Frauenorganisation. Wenn wir uns Polen hernehmen, wo wir uns Ungarn hernehmen, wo das Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihren eigenen Körper in Frage gestellt werden, wo Fragen des Schwangerschaftsabbruchs, Diskussionen stattfinden, wie zu den Zeiten vor Johanna Donal, um das so zu sagen. Und das ist der Beginn von antidemokratischen Entwicklungen. Und deshalb, liebe Frauen, finde ich, ist es so wichtig, dass wir da sind und ist es so wichtig, dass wir diesen Zusammenhang zwischen Frauenrechten und einer demokratischen Entwicklung, zwischen Freiheit, Friede, Menschenwürde, Solidarität und auch einem Gemeinschaftsgefühl auch erkennen. Und ein Tag wie dieser kann da einen guten Beitrag leisten. Herzlichen Dank, Doris Bures. Und ja, die internationale Ebene ist das eine. Talking about Europe, it's also the... Wenn wir über Europa sprechen, stellt sich natürlich auch die Frage, was ist der Beitrag der progressiven Parteien in der Europäischen Union im Hinblick auf Demokratie, Feminismus und im Hinblick auf all diese Fragen, die hier angesprochen wurden von Präsidentin Bures und Eva Maria Holzleitner. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie Ungarn und Polen zum Beispiel. Aber was ist der Beitrag zu einer demokratischen und feministischen Europäischen Union? Insbesondere jetzt in diesem Jahr, wo wir ja auch Wahlen haben werden, und zwar Europawahlen. Ja, vielen Dank, dass Sie mir erlauben, auf Englisch zu antworten. Das Jahr ist ein besonderes Jahr für Europa aufgrund der Europawahlen im Juni, und das Ergebnis ist abhängig von der Mobilisierung. Ich glaube, was wir im letzten Zyklus gesehen haben, der langsam jetzt zum Ende geht, ist, dass sehr viel Fortschritt möglich ist für Geschlechtergleichheit, wenn wir politische Kräfte wählen, die diese Ziele vertreten. Und wenn sie dann gewählt wurden, können sie diese auch abliefern. Also die Europäische Kommission selbst wurde ja von einer Politikerin angeführt, und das Ergebnis war, dass in der Europäischen Union jetzt sehr viel mehr Frauen in führenden Positionen sind als in früheren Zyklen. Aber es geht ja nicht nur um die Politik. Wenn es zur EU kommt, dann hat die EU hier auch gleiche Löhne für Männer und Frauen, mehr Lohntransparenz gefördert. Das wird noch fortgesetzt werden müssen. Ein langer Gesetzeszyklus über Geschlechtergleichstellung, auch in Aufsichtsräten und Vorständen. Auch das hat etwas gebracht. Und es wurden auch Empfehlungen gemacht zur Förderung von Kinderbetreuung und auch Langzeitpflege. Das hilft den Frauen, ihr Privatleben und ihr Berufsleben besser unter einen Hut zu bringen. Helena Thaler hat auch dafür gekämpft. Das wurde zum ersten Mal in der Europäischen Kommission so eingerichtet. Da wurde eine Gleichstellungsbeauftragte ernannt, und die Präsidentin Nicola Schmidt könnte auch sicherstellen, dass diese Positionen auch für den nächsten Zyklus aufrechterhalten werden. Ja, vielen Dank, Laszlo. Natürlich kann das einen Unterschied machen, wenn eine Frau die Chefin der Kommission ist, aber wir ziehen es vor, progressive Frauen dort zu sehen an der Spitze. Eine kurze Antwort zur zweiten Frage. Wie wichtig ist die Verbindung zwischen progressiven PolitikerInnen und den Gewerkschaften? Denn insbesondere, wenn es um
gleiche Löhne geht, unbezahlte Pflegearbeit. Würden Sie sagen, dass das eine wichtige Allianz ist, um das progressive Europa zu stärken? Ja, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, statistisch kann man auch nachweisen, dass je höher der Anteil am Arbeitsmarkt von gewerkschaftlichen Tarifverhandlungen ist, desto kleiner ist auch diese Lohnschere. Und das ist sehr wichtig. Deswegen gibt es auch diese berühmte EU-Richtlinie über Mindestlöhne. Und hier geht es um das Fördern der Tarifverhandlungen. In der Europäischen Union ist das ein wichtiges Thema aufgrund der Ost-West-Gefälle. In Ungarn und in Polen zum Beispiel ist es so, dass die Gewerkschaften dort sehr schwach aufgestellt sind. Also es gibt nicht sehr viel Kollektivverhandlungen dort, Kollektivverträge. Und das sollte jetzt gefördert werden. Und ich glaube, die Geschlechtergleichstellung könnte sich dann auch auf dem Arbeitsmarkt verbessern, auch in den führenden Positionen. Vielen Dank, Laszlo Andor. Eva-Maria Holzleitner, das ist sozusagen jetzt die Runde, wo wir gesehen haben, auch welche BündnispartnerInnen es auch für progressive, für feministische, demokratische Politik braucht. Das ist ganz zweifellos auch die Zivilgesellschaft, ganz zweifellos auch die Gesellschaft an sich. Helga Konrad, von dir schon angesprochen, hat ja nachhaltig das Wort halbe-halbe in unserem Land verankert und verzeiht mir die Eier gehabt, das auszusprechen, was wir alle tagtäglich erleben, nämlich dass es das halbe-halbe so nicht gibt. Darüber könnte man weinen oder man könnte, so wie du, auch diesen Slogan noch einmal herausnehmen, noch einmal mit Leben füllen, um zu sagen, da lassen wir nicht locker. Wie wichtig ist diese Bündnispartnerschaft mit der Zivilgesellschaft, aber eben auch den einzelnen Mitgliedern unserer Gesellschaft, jeder Familie, jedem Freundeskreis? Das ist natürlich ganz zentral, weil Parteien haben politische Inhalte und Forderungen, aber als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer ist es natürlich viel schwieriger, auch Positionen, Forderungen oder breite Bündnisse aufzustellen. Deshalb ist dieses Netzwerken, dieses Zusammenkommen und über die eigenen Grenzen hinaus auch wirklich Bündnisse zu schmieden, extrem zentral. Ich glaube, ein sehr positives Beispiel war auch hier dieses Bündnis der Sozialpartnerinnen. Man muss wirklich auch hier das Innen betonen, weil es war die AK-Präsidentin Renate Anderl gemeinsam mit den Vizepräsidentinnen wie Corinna Schumann, aber genauso die Bündnispartnerinnen von Wirtschaftskammer, Industriellen Vereinigung und der Landwirtschaftskammer. Man hat hier bewusst ein Bündnis geschaffen, um zu sagen, es braucht einen Schub in der Elementarpädagogik. Und dieses breite Bündnis hat gezeigt, dass es ein Thema gibt, das sehr wichtig ist, wo man auch unabhängig von den politischen Einstellungen gesagt hat, man möchte zusammenarbeiten und dieses Thema voranstellen. Und das, glaube ich, war ein sehr positives Beispiel, weil tatsächlich, es gibt kaum eine Partei noch, die rund um das Thema Kinderbildung, Kinderbetreuung herumkommt. Also von dem her wirklich ein sehr, sehr großartiges Projekt und ein positives Beispiel, wie Bündnisarbeit funktionieren kann. Und diese Bündnisse brauchen wir natürlich auch in diesem Jahr 2024, aber auch darüber hinaus. Was ich sehr schön gefunden habe, war auch eine Veranstaltung, die am Ende des letzten Jahres hier stattgefunden hat zum Thema feministische Außenpolitik, wo auch veranstaltet von unserer Nationalratspräsidentin Doris Bures, wo auch klar rausgekommen ist, wenn Frauen gleichberechtigt am Verhandlungstisch bei Friedensprozessen sitzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Frieden nachhaltig wirkt, größer. Frauen machen den Unterschied. Und dieser Unterschied bei gleichberechtigter Teilhabe in den verschiedenen Thematiken müssen wir immer wieder voranstellen, hier auch Bündnisse suchen, um da einfach auch den Frauen ihren gerechten Platz am Verhandlungstisch auch einräumen zu können. Herzlichen Dank, Eva-Maria Holzleitner. Frauen machen den Unterschied. Die Allianzen, die unabhängig davon, dass das Barbara-Brammer-Symposium von Beginn weg eine sozusagen abgesendet wurde von den SPÖ-Frauen, vom SPÖ-Club, vom Renner-Institut, auch von der FEPS, es hat sich immer auch als überparteilicher Ort der Vernetzung verstanden, vor allem auch gerade mit vielen Frauen aus dem Gewaltschutz, auch aus der Wissenschaft, auch aus der Forschung. Also hier ein Bündnis zu schmieden, aus dem ja auch immer wieder ganz viele wertvolle Erkenntnisse und auch
auch Informationen kommen, was mich zu der Frage bringt, wie können denn feministische Ziele am besten erreicht werden und speziell in einem Jahr, wo literally mehr als die Hälfte zu der Weltbevölkerung, die an Wahlen teilhaben kann, zu Wahlen gerufen wird und von dieser Mehrheit sind die Mehrheit wiederum Frauen. Also was kann es, was braucht es, um feministische Ziele zu erreichen? Naja, euch braucht es, uns braucht es und Veranstaltungen wie diese braucht es und Kampf, Leidenschaft, Begeisterung braucht es, dass wir viele Menschen auf diesem Weg auch mitnehmen und gewinnen können. Und ich muss wirklich sagen, ich habe dem, weil die Evi hat das jetzt eigentlich ja beschrieben, was es braucht, damit Frauenrechte auch zum Durchbruch kommen und dass es notwendig ist, wie gesagt, auch wehrhaft zu sein, wenn es Angriffe gibt. Es braucht ganz, ganz viele Frauen. Sie müssen da sein, sie müssen am Tisch sitzen, sie müssen mitreden können. Es braucht, wenn ich da im Raum schaue, auch diese Vielfalt. Du hast sozusagen von den politischen Zugängen auch gesprochen. Aber es sind auch die unterschiedlichen Biografien, die unterschiedlichen Lebenserfahrungen, die uns als Frauenbewegung reich machen. Es sind die jungen Frauen, es sind die mit Erfahrung, die ein bisschen älteren Frauen, die andere auch Lebenserfahrungen mitbringen. Und wenn es uns da gelingt, gemeinsam, solidarisch und mit großer Leidenschaft und Engagement unsere Forderungen, auch diesen Dialog, die Diskussion zu führen, dann macht einen das bei allen auch negativen Entwicklungen, die man sieht, natürlich, also mich auch zuversichtlich und wie gesagt auch hoffnungsfroh. Und neben den vielen Frauen, deshalb ich bin Zeit meines politischen Lebens natürlich eine Verfechterin der Quote gewesen. Weil ich eben davon überzeugt bin, es braucht die kritische Masse, damit man eine Stimmung verändert. Da kann zwar eine sie hinstellen und am Boden stampfen, das wird zu wenig sein. Da braucht es ganz, ganz viele Stimmen, aber es braucht trotzdem auch Frauen, die an der Spitze stehen. Es braucht Frauen, die an der Spitze stehen, die Vorbild damit auch sind, die andere in der Lage sind, andere Frauen zu begeistern und mitzunehmen. Und deshalb, liebe Eva Maria, möchte ich dir schon sagen, dass du zu diesen Frauen gehörst, die das tun. Das tut die und das begeistert mich, und ihr habe es schon einmal gesagt, jetzt sage ich es aber auch öffentlich, auch, dass du zu jenen, genauso wie deine Vorgängerinnen, gehörst, die auch die Tradition der Frauenorganisation, auch die der Pionierinnen der Frauenorganisation, wo nicht die Selbsterhöhung immer passiert, indem alles schlecht ist, was vorher ist, erst seit man selber ist, ist alles super. Nein, wir sind stolz darauf, auf Schultern stehen zu können, von großartigen Frauen, von Frauen, die in diesem Land ganz, ganz viel geleistet haben. Und das macht auch etwas aus und das ist auch Teil des Erfolgs der Frauenorganisation und das ist auch Teil einer erfolgreichen, stolzen, auch sozialdemokratischen Frauenbewegung und das finde ich so schön und das ist sozusagen auch unser Rezept. Wir sind da, wir diskutieren, wir sind solidarisch, wir achten einander und ich glaube bei dem Lob an die Eva Maria, das, und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin weit entfernt von einer Schmeichlerin. Ich sage eigentlich immer, was Sache ist und glaube auch, also, dass das in der Politik auch wichtig ist, dass man sie nicht Honig um den Mund schmiert, sondern sagen, was ist, mit Respekt, auf Augenhöhe, wir wissen das. Aber ich möchte vielleicht noch sagen, weil die zwei Schwestern von der Barbara auch da sind, ich glaube, die Barbara Brammer, die ich ja gut gekannt habe und wo es kein Zufall ist, dass wir ihr eine politische Veranstaltung widmen, also nicht Blumen übergeben, sondern sagen, wir setzen uns mit dem, was dich dein Leben lang, liebe Barbara, bewegt hat, auseinander und auch als sozusagen Oberösterreicherin von der Barbara zu dir, ich glaube, die Barbara würde das genauso sehen und ganz stolz auf dich sein, Eva Maria. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank unserer feministischen Präsidentin des Nationalrates. Herzlichen Dank, liebe Eva-Maria Holzleitner. Danke, Laszlo. Thank you very much for being with us. And thanks for... Thank you, Laszlo. Vielen herzlichen Dank, Laszlo, nicht nur für deinen Beitrag, aber auch danke für die Unterstützung bei der Organisation dieses Forums. Wir schätzen das wirklich sehr. Jetzt mit einiger Verspätung, für die ich mich entschuldige, aber es ist nicht nur ein besonderes Jubiläums-Prama-Symposium, nämlich das 10., sondern eben auch eines, das hier, falls Sie jetzt erst via Livestream mit dabei sind, im Parlament in zwei knackevollen Seelen stattfindet. Das ist ein organisatorischer Aufwand, auch ein sozusagen ein technischer Aufwand, den wir bislang hoffentlich gut bewältigt haben, und wir freuen uns, dass auch Sie via Livestream heute hier mit dabei sind. Es geht jetzt weiter mit zwei inhaltlichen sozusagen Inputs, mit zwei Keynotes, die ich natürlich auch getrennt anmoderieren werde. Wir kommen zur ersten, und zwar von Linda Erker, die an der Universität Wien im Institut für Zeitgeschichte lehrt und auch forscht. Und wir freuen uns zu ihrer Keynote zum Thema Geschichte wird gemacht, Agency und Errungenschaften von Frauen in der Zwischenkriegszeit, eben auch am Beispiel der Universität Wien. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, und ich darf Ihnen das Rednerpult überlassen und werde zur Sicherheit das Wasser austauschen. Ja? Bitte schön. Ich glaube, die Kolleginnen sind außerordentlich gründlich. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, und mit großer Freude kann ich auch sagen, liebe Freunde und Freundinnen, folgen Sie mir in die Geschichte. Vor 532 Jahren, also vor mehr als einem halben Jahrtausend, ja, so lange hat es gedauert, bis im Jahr 1897 die Philosophische Fakultät als erste Teileinheit der Universität Wien, die 1365 gegründet wurde, offiziell ihre Tore für Frauen, für Studentinnen öffnete. Nun, ich denke, wie Sie alle wissen, Ende des 19. Jahrhunderts drängte die erste Frauenbewegung in Österreich nicht nur, natürlich das nur unter Anführungszeichen, auf politische Partizipationsrechte, das Wahlrecht und eine Reform des Ehe- und Familienrechts, sondern auch auf verbesserte Bildungsmöglichkeiten, sowohl im Bereich der allgemeinbildenden höheren Schulen als an den Universitäten. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Österreich war damals im internationalen Vergleich spät dran, die Schweiz oder das Deutsche Reich waren weiter. Nun, und um diesen Anspruch auf den Zugang zu Universitäten, die Geschichte von Frauen an der Universität Wien in der Ersten Republik und im Austrofaschismus, darum soll es heute gehen. Ich möchte Ihnen eine Geschichte von kontinuierlichem Kampf, von langfristigen Errungenschaften und ja auch von kurzfristigen Niederlagen erzählen. Das mache ich, um die historische Agency, also die Handlungsmöglichkeiten von Frauen, aber vor allem die Erfolge von Frauen in der Zwischenkriegszeit sichtbar zu machen. Dabei soll deutlich werden, wie wichtig ein langer Atem ist und wie wichtig es ist, manche Errungenschaften auch nochmal im Rückblick zu betrachten, denn erst im Rückblick sind sie manchmal in ihrer Bedeutung erst tatsächlich sichtbar. Aber beginnen wir noch einmal mit dem, was vor 127 Jahren geschah, also 1897. Nach intensiven Bemühungen, und ich denke, es ist immer wichtig zu sagen, wer sich um etwas bemüht, nach intensiven Bemühungen unter anderem des Wiener Vereins für erweiterte Frauenbildung, erhielten junge Frauen endlich in ihren Reifeprüfungszeugnissen die wichtige Ergänzung reif zum Besuch einer Hochschule. Den Beginn, also die ersten erlaubten Schritte als Hochschülerinnen an der Alma Mater Rudolfina der Universität Wien, wie sie sich auch nennt, machten sogleich drei Studentinnen. Das damalige Verhältnis oder die damaligen Verhältniszahlen zu Studenten lag bei 1 zu 183. Ein Einschub: heute kann ja je nach Disziplin tendenziell, erlauben Sie mir diese saloppe Schätzung, von 1 zu 1 Gleichstand gesprochen werden. Die Ausnahmen nach oben und unten sind Ihnen allen bestens bekannt. Aktuell stellen Frauen sowohl in der Statistik der Absolventinnen wie auch ganz allgemein unter den Studierenden zwei Drittel, aber, und das Aber ist wichtig, beispielsweise in den MINT-Fächern stellen sie nur 30%. Unter den Professorinnen, unter den Dekaninnen, unter den Rektorinnen
davon möchte ich gar nicht sprechen. Ich gehe zurück zur Geschichte. Im selben Jahr, 1897, promovierte auch als erste Frau Gabriele Posanna von Ehrenthal an der Universität Wien zum Doktor der Heilkunde, nachdem sie zuvor in der Schweiz ihr Medizinstudium abgeschlossen und bis zu einem Majestätsgesuch an den Kaiser tatsächlich alles versucht hatte, um ihren Grad nostrifizieren zu lassen und in Österreich eine Praxis zu eröffnen. 1900 folgte die medizinische Fakultät. Sie öffnete ihre Türen. Zu dieser Zeit, um konkret zu sein, 1905, konnte sich dann die Namensgeberin unseres heutigen Veranstaltungsraums, die Romanistin Elise Richter, als erste Frau an der Universität Wien habilitieren, also ihre Lehrbefugnis, die Erlaubnis der Lehre, erhalten. Richter forschte auf dem Gebiet der Sprachwissenschaften mit Schwerpunkt im Bereich der Phonologie und der Phonetik. Richters Antrittsvorlesung, die erste im deutschsprachigen Raum übrigens, wurde von Gegendemonstrationen von klerikalen und nationalen Studenten begleitet. Und dabei richtete sich nicht nur dieser Protest gegen Richter als erste Frau, als erste unbezahlte Privatdozentin an der Universität Wien. Nein, es richtete sich auch gegen Elise Richter als Frau jüdischer Herkunft. Und da muss man gleich betonen, Elise Richter war seit 1897 nicht mehr Mitglied in der jüdischen Gemeinde gewesen. 1911 ließ sie sich taufen. Es ging also nicht um sie. Und Elise Richter, und da geht es um sehr viel, setzte sich auch für ihre Kolleginnen ein. 1922 gründete Richter den Verband der akademischen Frauen Österreichs, dessen Vorsitzende sie bis 1930 war. Im Nationalsozialismus, das ist vielleicht bekannt, wurde sie aus rassistischen Gründen verfolgt, von der Universität Wien vertrieben. 1943 starb sie im KZ-Ghetto Theresienstadt, Theresien, wohin die Nationalsozialisten sie gemeinsam mit ihrer Schwester Helene Richter deportiert hatten. So viel zu unserer Namensgeberin dieses Raumes. Aber gehen wir zurück in die Geschichte. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg fielen nach der Philosophie und der Medizin weitere Barrieren für den Studienzugang. Frauen wurden schrittweise zu den technischen und tierärztlichen Hochschulen zugelassen, ebenso an die Hochschule für Bodenkultur. Mit der Einführung des staatswissenschaftlichen Studiums 1919 war es den Frauen auch erstmals gestattet, an den juridischen Fakultäten zu promovieren. 1918-19, also in der Zeit, in der Frauen in der neu ausgerufenen Republik Österreich unter anderem das allgemeine Wahlrecht erhielten. Wir wissen, Sexarbeiterinnen wurden davon ausgenommen. In diesen Jahren fiel also das Promotionsverbot für Frauen an der juridischen Fakultät. Das war deshalb dermaßen bedeutsam, denn das Studium ermöglichte nicht nur den Zugang zu den juridischen Berufen, sondern war auch Bedingung für fast alle höheren staatlichen Beamtenpositionen, also für den Aufstieg. Etwas zeitversetzt gestattete dann noch die Evangelisch-Theologische Fakultät 1928 und der Vollständigkeit halber sage ich dazu, auch die Katholisch-Theologische Fakultät 1945-46 Frauen den Zugang zum Studium. In den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg machten zwar, das kann ich Ihnen sagen, einige Frauen wissenschaftlich Karriere, es dauerte aber 60 Jahre, ehe 1956 mit der Physikerin Bertha Karlik eine Frau erstmals eine ordentliche Professur an der Uni Wien erhielt. Jetzt bleibt die Frage, warum das in Österreich mit der Erreichung einer bezahlten Professur so lange dauerte. Nun, dass es in Österreich so lange dauerte, hatte zum einen damit zu tun, dass die Universität noch lange im 20. Jahrhundert eine von konservativ denkenden Männern beherrschte Institution war und zum anderen hatte Österreich ab 1920 durchgehend 50 Jahre lang, mit Ausnahme der NS-Diktatur, hatte dieses Österreich durchgehend eine christlich-soziale Regierungsspitze und vor allem ein katholisch-konservativ dominiertes Unterrichtsministerium. Dieses Unterrichtsministerium hatte die letzten Entscheidungen sowohl bei Studienzulassungen als auch bei Berufungen. Dieses Ministerium in diesem Ministerium waren die Verantwortlichen alles andere als an den Emanzipationsbestrebungen der Frauen interessiert und sie war ihnen ebenso kritisch gegenüber eingestellt, wie die Professorenschaft es an der Universität Wien waren, die alle Personalentscheidungen dem Ministerium vorlegten und diese dann im Normalfall auch ausübten. Nun, jetzt sind wir schon recht weit in der Ersten Republik. Erlauben Sie mir eine letzte historische Einordnung. Die erste Generation von Frauen an den Universitäten galt im Guten wie im Schlechten als Ausnahmen. Der Hochschulraum war von ihnen erobert worden, beziehungsweise, um es wahrheitsgetreuer zu sagen, sie hatten einen Fuß in der Tür. Die Unis waren im Wien des Populisten Luegers, erlauben Sie mir die Saloppheit nochmal, eher liberal, eher fortschrittlich. Nach 1918 war das tatsächlich genau umgekehrt. Die Stadt war rot, die Universität schwarz-braun. Und somit war der Raum hinter dieser Tür
also die Universität Wien, spätestens nach dem Ersten Weltkrieg von Antidemokraten, Antisemiten, Antilinken und vor allem Androzentristen beherrscht. Frauen, wie die bereits erwähnte Berta Karlik, sie begann ihr Studium 1923, Marie Jahoder, sie begann ihr Studium 1926 oder Hertha Firnberg, sie begann ihr Studium 1928, um nur drei sehr erfolgreiche Absolventinnen der Uni Wien der Zwischenkriegszeit zu nennen. Ja, sie waren Teil der zweiten Generation an den Universitäten, die sich eindeutig auch nicht ins gemachte Nest setzten. Ganz im Gegenteil. Der Hochschulboden zu ihrer Studienzeit, also zu den 1920er und frühen 1930er Jahren, war ein, ich würde sagen, spannungsgeladenes Terrain. Physische und psychische Gewalt waren keine Seltenheit und viele Frauen waren von Diskriminierung, ja meist als Juden und oder Linke, mit einer intersektionalen Diskriminierung konfrontiert, die sie auch rasch wieder von den Hörsaalbänken vertrieben. Sie müssen sich das so vorstellen. Innerhalb des roten Wien gab es so etwas wie eine politisch elitäre Enklave. Das schwarze Wien, oder auch Black Vienna genannt, in dem katholisch-konservative, deutschnationale und später nationalsozialistische Professoren, ausschließlich Männer aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, gemeinsam Sache machten und in mehr oder weniger geheimen Netzwerken Hochschulpolitik betrieben. Diese Männerbunde nannten sich unter anderem Bärenhöhle oder Deutsche Gemeinschaft. Später kam auch der Kartellverband dazu, kurz CV. Es gelang ihnen, also diesen Männerbünden in der Ersten Republik, die Frage, wer sich habilitieren konnte und somit auch eine Professur erhalten konnte, maßgeblich mitzubestimmen. Wir können sie als die Gatekeeper der Universität bezeichnen. Ungerade, so kategorisierten diese Männer Juden und Linke. Und diese Ungeraden wurden spätestens ab Mitte der 1920er Jahre erfolgreich verhindert. Und so reproduzierten sich diese Gatekeeper und in ihren Klüngeln über Schüler-Lehrer- oder Lehrer-Schüler-Beziehungen und vor allem auch über politische Lagerloyalitäten immer weiter an der größten Hochschule des Landes. Für diese reinen Männernetzwerke gehörten Frauen selbstverständlich auch zu diesen Ungeraden. Sie waren aber meistens nicht einmal der Erwähnung wert, weil sie so und so keine Chance hatten. Und diese männlichen Supportstrukturen, wie wir heute das vielleicht auch nennen würden, wirkten auch über die Jahre 1938 und 1945 hinaus. Aber ich sage nur, das ist eine andere Geschichte. Vor diesem Hintergrund muss gesagt werden, dass jüdischer Herkunft, Sozialdemokrat oder Ausländer an der Universität Wien zu sein, in der Zwischenkriegszeit erhebliche Nachteile brachte. Aber trotz heftigen Protesten und Widerstand sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden gelang es dennoch Wissenschaftlern, die entsprechend der vermeintlichen Zugehörigkeiten Jude oder Linke diskriminiert wurden, in Ausnahmefällen gelang es ihnen dennoch, eine Professur zu erhalten oder sogar zur Dekanin aufzusteigen. Und Sie merken, ich spreche nur von Wissenschaftlern, nicht aber von Wissenschaftlerinnen. Und warum? An Österreichs Universitäten standen für Frauen in den 1920er und 30er Jahren eigentlich nur die Sphären der Administration bzw. sehr ausgewählte wissenschaftliche Positionen, Hilfspositionen offen, darunter Laborantinnen, Bibliothekarinnen. In ganz wenigen Fällen waren sie vereinzelt Privatdozentinnen ohne Entgelt, unbezahlt. Dem wissenschaftlichen Handlungsspielraum von Frauen war damals, sagen wir jetzt einmal salopp, heute vor 100 Jahren, waren sehr enge Grenzen gesetzt, die sie aber, das muss man betonen, beharrlich ausreizten. Ich würde sagen, in Anlehnung an die Historikerin Gabriele Hauch und ihr Werk mit dem Titel Frauen bewegen Politik, können wir für die Universität Wien für diese Zeit sagen, Frauen bewegen Universität. Sie taten dies aber zunächst ohne wirkmächtige Vernetzung und vor allem ganz ohne mittelbaren und ohne sichtbaren schnellen Erfolg für das Kollektiv der Frauen. Ihr Anteil unter den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen war sehr gering, nur 4%. Und ich verrate Ihnen, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, das änderte sich auch im Austrofaschismus nicht. Und wie viele von Ihnen vielleicht wissen, das österreichische Parlament und das Hauptgebäude der Universität Wien lagen ja von 1919 bis 1934 am sogenannten Ring des 12. November, der an den Tag der Ausrufung der Republik erinnerte. Klar ist aber auch, die Mitglieder der Hochschule, also der Universität Wien, taten sich mit Demokratie und einer Idee eines eigenständigen Österreichs wahnsinnig schwer. Mit der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 änderte sich das daher auch tatsächlich nicht. Die erste Diktatur in Österreich zeigte nur noch deutlicher, wo der vermeintlich gottgewollte Platz der Frau in der Universität sein sollte. Und es kam zu einer Politik der Abdrängung. Ob in der Mädchenschulbildung oder im Frauenstudium, außer Zweifel steht, dass die austrofaschistische Vorstellung einer
quasi naturgegebenen, gottgewollten Geschlechterordnung sich auf den gesamten Alltag der Frauen, beruflich wie privat, auswirkte. Ihre Situation verschlechterte sich mit 1934, da frauenpolitische Errungenschaften der Ersten Republik sukzessive auch wieder zurückgenommen wurden und mit der Rekatholisierung der Gesellschaft auch eine Remaskulinisierung einsetzte. Dies zeigt sich beispielsweise im Artikel 16 der am 1. Mai 1934 veröffentlichten Verfassung, in der es hieß, dass Frauen die gleichen Rechte und Pflichten wie Männer hätten, soweit es nicht durch ein anderes Gesetz eben anders bestimmt werden würde. Wir können hier also resümieren, Frauen zählten schlussendlich zu den großen Verliererinnen des Austrofaschismus. Sie wurden zu Staatsbürgerinnen zweiter Klasse und auf die Rolle der Mutter und Hausfrau reduziert. Nun, mit Fokus auf die Hochschulen lässt sich Folgendes beobachten. In der austrofaschistischen Vorstellung der neuen studentischen Elite spielten Studentinnen keine Rolle. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass die vom Regime verpflichtenden paramilitärischen Hochschullager, also wo es um die Ausbildung der zukünftigen vaterländischen Elite gehen sollte, nur für Männer bestimmt waren. Ein Pendant, ein gemeinschafts- und identitätsstiftendes Pendant im Sinne der vaterländischen Ideologie war für Frauen nicht vorgesehen. Blicken wir auf die Arbeitnehmerinnen an der Universität Wien, so zeigt sich, dass im Austrofaschismus die sogenannte Doppelverdienerverordnung Frauen aus der Arbeitswelt verdrängen sollte. Die Verordnung war eines der wichtigsten Instrumente der austrofaschistischen Geschlechterpolitik. Konkret bedeutete die Maßnahme für Frauen im Bundesdienst einen Aufnahmestopp oder einen Entlassungsgrund, wenn sie mit einem Mann verheiratet waren, der ebenfalls im öffentlichen Dienst gearbeitet hatte und ein Einkommen von mehr als 340 Schilling vorweisen konnte. Wir sprechen hier von einer Kaufkraft heute von 1400 Euro. Es handelte sich damit um eine Intervention durch das Regime, die offiziell mit hohen Arbeitslosenzahlen, 1934 haben wir 25% Arbeitslosen, damit begründet wurde und nach außen als Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme für Männer präsentiert wurde. Fakt ist, die Verordnung war ein ideologisches Statement gegen die selbstständige Frau, die sich die Freiheit herausnahm, wie Männer Beruf und Ehe verbinden zu wollen, wie es die Historikerin Irene Bandorf-Schöffmann präzisierte. Im Bildungsbereich waren vor allem Lehrerinnen in den Schulen am stärksten von dieser Doppelverdienerverordnung, von dieser neuen Bestimmung betroffen, denn hier stellten Frauen bereits knapp die Hälfte, also die Mehrheit. Soweit hatten es Frauen als Professorinnen damals und vor allem auch noch heute nicht geschafft. Damals, als die Verordnung eingeführt wurde, Ende 1933, gab es keine einzige Frau unter den 217 bezahlten ordentlichen und außerordentlichen Professoren im Personalstand der Universität Wien. Und sogar von den 780 ganz allgemeinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen waren lediglich 32 Frauen. Nur bei den administrativen Posten, was uns vielleicht nicht überrascht, nur bei den administrativen Posten war das Verhältnis ausgewogener. Auf zwei Männer kam eine Frau. Aber sogar hier versuchte das Regime zum Nachteil der Frauen einzugreifen und sie befanden sich als Unibedienstete schlussendlich in einer Zwickmühle. Die wilde Ehe, aber auch die Heirat mit einem Mann im Bundesdienst bedeutete einen Entlassungsgrund. Nachdem also das Zölibat für Staatsbeamtinnen erst 1920 vollständig aufgehoben worden war, sollte verheiratete Frauen ab 1933 eine Beschäftigung im öffentlichen Sektor somit erneut verschlossen werden. Im wissenschaftlichen Personalstand der Universität Wien, muss ich zugeben, spielte diese Doppelverdienerverordnung kaum eine Rolle. Wir sehen keine Spuren. Die Zahl der bereits erwähnten nur 32 Frauen, die wissenschaftlich arbeiten konnten, blieb gleich. Aber dabei ist hervorzuheben, dass keine einzige ordentliche, außerordentliche oder gar emeritierte Frau an der Universität Wien im Bundesdienst angestellt war. Zynisch kann man also sagen, hier konnte noch nicht einmal Schaden angerichtet werden. Es konnte kein Schaden angerichtet werden, denn das reaktionäre Frauenbild der hegemonialen rechten und katholischen Universitätsangehörigen und vor allem die antifeministische Hochschulpolitik in der Zwischenkriegszeit, also bereits aus den Jahren vor 1933, setzte wissenschaftlichen Karrieren von Frauen bald nach der Dissertation sehr enge Grenzen. Und diese gemeinsame Zurückdrängung von Seiten der Männer war eben außerordentlich stark. Und jene Fälle, in denen es doch den Frauen für kurze Zeit gelang, als Wissenschaftlerin erfolgreich zu arbeiten, das stellte eine Ausnahme dar und gleichzeitig macht deutlich, wie fremdbestimmt ihr Wirkungsbereich tatsächlich an den Hochschulen war. Wenn sie Karriere machten, dann machten sie das im außeruniversitären Bereich und unter den prekärsten Bedingungen. Und um dieser Verdrängung ein Gesicht zu geben, möchte ich die Sozialpsychologin Marie Jahoder erwähnen. Sie ist, denke ich, ein sehr gutes Beispiel. Sie entwickelte sich trotz
dieser Bedingungen, die ich Ihnen gerade geschildert habe, zu einer frühen Pionierin der Sozialforschung und vor allem außerhalb des österreichischen Universitätensystems. Jahoder dissertierte 1932 im Alter von 25 Jahren. 1932 führte sie auch im außeruniversitären Verein der Wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle in einem Team eine herausragende Studie über die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit durch. Ich denke, Sie kennen die Studie. Jahoders Leben war aber nicht nur von Forschung geprägt, sondern auch von einer sehr, sehr starken Politisierung. Aufgrund ihrer illegalen politischen Arbeit verhafteten die Austrofaschisten Jahoder Ende 1936 und erst dank internationalen Protesten konnte sie 1937 wieder freigelassen werden und ins Ausland flüchten. Aber auch Hertha Firnberg, deren Biografie übrigens Maria Wirth kürzlich als Buch vorgelegt hat, auch Hertha Firnberg war eine jener Frauen, die es als Teil der zweiten Generation trotz des feindseligen Klimas bis zu einem Doktortitel schaffte. Sie wechselte zunächst nach zwei Semestern das Studium. Wie Maria Wirth auch schreibt, lag der Grund darin, dass ein Professor per se gleich angekündigt hatte, bei Prüfungen prinzipiell keine Frauen durchkommen zu lassen, beziehungsweise dass Firnberg tatsächlich einmal durchgefallen war und da die Lust verloren habe, wie sie meint. Aber kurzum, 1936 promoviert Hertha Firnberg in Geschichte. Mit "Das war nicht zu machen" zitiert Maria Wirth Hertha Firnberg ihr Fazit Mitte der 1930er Jahre, ihrem Berufswunsch, Universitätsdozentin zu sein, nie nachgekommen zu sein. Und jetzt noch eine Frage: Wie sah es damals mit den Frauen aus, die einen Karriereschritt weiter waren als Marie Jahoder oder Hertha Firnberg? Nun, eine einzige Frau unter den in den Rektoratsberichten angeführten Lehrenden, die zwischen 1933 und 1938 einen Ruf ins nicht deutschsprachige Ausland folgten, und das ist ja nach aktuellen neoliberalen Universitätsstandards das Nonplusultra, war Marianne Thalmann. Sie arbeitete sie hatte 1924 an der Universität Wien sich habilitieren können und war als unbezahlte Privatdozentin für neuere deutsche Literaturgeschichte mit dem Titel des außerordentlichen Professors aktiv, nicht mit einem Posten. Thalmann ging 1933-34 in die USA. Die Historikerin Edith Probst deutet an, dass Thalmann gerade auch wegen der geringen Chancen an dem von einer Männerphalanx geprägten Institut keine berufliche Zukunft sah und deswegen Österreich verließ. An Thalmanns Beispiel wird offensichtlich, dass schon die Gesellschaft in den 1920er und 30er Jahren Frauen an den Hochschulen keine ernstzunehmende Rolle zugestand, sonst wäre eben dieser Frauenanteil auch unter den Abberufenen markant höher gewesen. Das änderte sich im Austrofaschismus auch nicht, aber immerhin, es schafften drei Frauen in dieser Zeit, also innerhalb von 5 Jahren, den Titel einer Privatdozentin zu erhalten und vorerst an der Uni Wien zu bleiben. An der medizinischen Fakultät erwarb Carla Zawisch-Ostenitz 1934 die Lehrberechtigung für Histologie. An der Philosophischen Fakultät konnten sich Elise Hoffmann 1935 in Paläobotanik und die bereits erwähnte Bertha Karlik 1937 in Physik habilitieren. In den Jahren des Austrofaschismus waren neben Hoffmann, Karlik und Zawisch-Ostenitz nur 10 weitere Frauen an der Hochschule als Wissenschaftlerin und Habilitierte gemeldet. Unter ihnen, ich denke, Sie kennen sie, Charlotte Bühler, Elise Richter, Erna Patzelt und die genannte Marianne Thalmann. Elise Richter vertrat, das muss ja auch gesagt werden, so wie andere Wissenschaftlerinnen, etwa die genannte Carla Zawisch-Ostenitz, zwischen 1933 und 1938 durchaus sehr katholische und Regimeleue-Haltung. Letztere dürfte vor allem von den nationalen Professoren bei ihrer schlussendlich erfolgreichen Habilitation einige Steine in den Weg gelegt bekommen haben. Und auch Erna Patzelt, die erste Historikerin, die habilitierte Historikerin Österreichs, die 1934 einen Vortrag mit dem Titel "Das Judentum im frühen Mittelalter in einem durchaus nationalsozialistischen Kontext" im Deutschen Club hielt, war eine der Frauen, die als auf dem Weg der Habilitation mit deutlicher Gegenwehr zu kämpfen hatte und mit dem klassischen Stereotyp, dass ihr Partner und wissenschaftlicher Lehrer in Wirklichkeit ihre Arbeit verfasst hatte. Das war natürlich nicht so. Aber Sie sehen, und das wollte ich Ihnen zeigen, nicht nur linke und oder jüdische Frauen, sondern eben auch politisch konservative und auch deutschnationale Frauen an den Hochschulen hatten mit erheblicher Gegenwehr zu kämpfen. Und ich komme zu einem ersten Fazit. Trotz all dieser widrigen Umstände können wir heute die Studentinnen der Zwischenkriegszeit, beispielhaft würde ich Karlik, Jahoder und Firnberg nennen, als wichtige Akteurinnen in der Eroberung des Hochschulraums erinnern und bitte auch feiern. Bei aller Generationengemeinschaft hatten diese drei Frauen aber schlussendlich sehr unterschiedliche Lebensläufe. Marie Jahoder emigrierte erzwungenermaßen 1937 nach England,
1945 bis 1958 lebte sie in den USA, wo unter anderem Antisemitismus und Rassismus zu ihren Forschungsthemen gehörten. 1958 kehrte sie nach England zurück und lehrte bis zu ihrer Emeritierung 1973 an der Brunel University und der University of Sussex, nie wieder an der Universität Wien. Hertha Firnberg konnte ihren Wunsch nach einer Karriere als Sozialforscherin nicht verwirklichen. Sie arbeitete nach ihrem Ausscheiden aus der Universität Wien als Wirtschaftsjournalistin, gab Nachhilfe und hielt Vorträge über sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Themen, vor allem im Volksbildungsbereich. In den Jahren des Nationalsozialismus arbeitete Firnberg in einem Modeverlag, erlernte Buchhaltung und Betriebsführung. Nach 1945, und das ist in diesem Rahmen bekannt, begann sie an der Niederösterreichischen Arbeiterkammer zu arbeiten, war Mitglied des Bundesrates der SPÖ und wurde 1970 erste Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung und blieb dies 13 Jahre lang. In dieser Funktion setzte sie sich für eine Demokratisierung der Universitäten ein. Man muss auch sagen, dies wurde natürlich nicht sofort in den Zahlen sichtbar und in der Repräsentation von Frauen in diesem Bereich. Und nun zu Berta Karlik. Sie konnte nach ihrer Habilitation 1937 tatsächlich weiter an der Uni Wien arbeiten. Ihre Laufbahn verlief auch im Nationalsozialismus kontinuierlich. Nach dem Krieg wurde Karlik Präsidentin des von Elise Richter begründeten Verbands der Akademikerinnen Österreich, leitete über viele, viele Jahre das Institut für Radiumforschung an der Akademie der Wissenschaften und wurde, wie ganz zu Beginn erwähnt, 1956 als erste Frau in Österreich zum ordentlichen Professor an der Uni Wien ernannt. Es folgten zahlreiche Ehrungen. 1973 wählte die Akademie der Wissenschaften Berta Karlik als erste Frau zum ordentlichen, also vollwertigen Mitglied ihrer Akademie. Nun, Jahoda, Firnberg und Karlik. Diese drei Frauen erarbeiteten sich tatsächlich außerordentliche Karrieren und im Rückblick ist das evident und es wirkt, als wäre es selbstverständlich gewesen, dass das auf das eine das andere folgte. Aber dem war eben nicht so. Es war eben alles andere als gewiss, dass für Frauen ihrer Studentinnengeneration so eine Zukunft überhaupt möglich war. Kaum einer anderen ihrer ehemaligen Kommilitoninnen war das gelungen, was sie erreichten. Was sie aber wiederum alle gemeinsam hatten, also auch die, die vielleicht beruflich weniger erfolgreich waren, ist heute so offensichtlich wie damals nicht vorhersehbar. Ganz direkt hatte nämlich die zweite Studentinnengeneration vor allem mit mächtigen Antifeministen zu kämpfen, aber auf lange Sicht haben ihre Wege an die Hochschulen allen folgenden Generationen nun wirklich Tür und Tor geöffnet, ob die Antifeministen das nun wollten oder nicht. Und daran sieht man, Geschichte wird gemacht. Die akademischen Anstrengungen all jener Frauen der Zwischenkriegszeit bedeuteten also einen unaufhaltsamen Fortschritt, auch wenn es sich damals leider nicht so anfühlte. Hätte ich heute noch einmal 30 Minuten, dann würde ich nun die Geschichte nach 45 in den Blick nehmen, Ihnen von dem langen Atem der Zwischenkriegszeit und der Dominanz des CV im akademischen Milieu erzählen. Aber anstatt von weiteren Männernetzwerken und Verhinderern von Karrieren zu sprechen, möchte ich mit einem verkürzten Zitat von Jenny Grünblatt enden, einer Autorin der Zeitschrift Das Recht der Frau aus dem Jahr 1896. Und damit kehre ich, wie Sie merken, zum Anfang meines Vortrags zurück. Vielleicht gebe ich Ihnen damit ein paar Diskussionspunkte in die kommenden Workshops und vor allem für das noch sehr junge Jahr 2024, aber nun Jenny Grünblatt, 1896. Ich zitiere, die Frage, ob wir die Emanzipation verdienen, erörte ich nicht. Sie ist für die Überzahl der fortschrittsfreundlichen Männer und Frauen erledigt. Alle Emanzipationsdebatten gipfeln in der Klage darüber, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Und in diesem Streite, ob wir befugt sind, ein gleiches Recht zu verlangen, schaden wir uns. Für das klare Recht brauchen wir nicht erst Gründe herbeizuführen. Nein, sonst wird das Recht zur Streitfrage. Eine Haupttugend der Frau, die Bescheidenheit, ist die Achillesferse der Frauenfrage. Wir aber dürfen nicht klagen, wir dürfen nicht herumstreiten, wir müssen verlangen. Und was man uns nicht gibt, langsam, Schritt für Schritt, aber unaufhaltsam erobern. Dankeschön. Yeah.
Herzlichen Dank, Linda Erker. Danke vielmals auch für diesen großen historischen Kontext und auch für die Hintergründe zu so mancher hier in diesem Saal sicher zweifellos sehr bekannten politischen Persönlichkeit und auch dem sozusagen Einbetten in das, was autoritäre, jedenfalls faschistische Systeme auch an Auswirkungen auf Frauen im Kontext des Zugangs und auch der Repräsentanz von Bildung, Wissenschaft und Forschung haben. Und da spannt sich der Bogen ganz gut zu dem, was vorhin auch von politischer Seite gesagt wurde, dass wenn Feminismus und Demokratie Hand in Hand gehen sollen, dann geht das nur auch mit gleichem Zugang zur Bildung, mit gleichem Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, der eben weltweit täglich neu verhandelt werden muss. Von der historischen Perspektive kommen wir jetzt auch zu einer politikwissenschaftlichen Einordnung, und zwar zur zweiten Keynote-Sprecherin, Universitätsassistentin Doktorin Aysche Dursun. Sie hat geforscht und forscht am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien zu feministischer Theorie, Gleichstellungspolitiken, Intersektionalität, sozialer Reproduktion, Frauenbewegung, Migration. Ihre Keynote trägt den Titel Frauensolidarität 2024, demokratiepolitische Überlegungen. Aysche Dursun, ich darf Ihnen die Bühne übergeben. Bitte schön. Danke. Sehr geehrte Gäste, liebe KollegInnen, herzlich willkommen zu dem heutigen Barbara-Prammer-Symposium. Es ist mir eine ganz große Freude, im Rahmen des Symposiums ein Keynote halten zu dürfen. Der Vortrag handelt von den brennenden Fragen der Gleichstellung der Geschlechter und aktuelle Angriffe gegen Frauen und ihre Vision einer gleichgestellten und emanzipierten Gesellschaft und schlägt abschließend ein feministisches Verständnis von Demokratie als fürsorgliche Praxis und Frauensolidarität als möglichen Ausweg vor. Ich möchte diesen Vortrag mit der folgenden einfachen Beobachtung bzw. Erkenntnis beginnen, die auch im Jahr 24 weder an gesellschaftlicher Gültigkeit noch an politischer Relevanz verliert. Wir leben im Patriarchat. Das bedeutet konkret, dass die spezifische gesellschaftliche Ordnung, in der wir leben, Frauen strukturell benachteiligt und das in allen möglichen Bereichen, etwa zu Hause, wo die Hausarbeit, Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen mehrheitlich von Frauen erledigt werden. Oder etwa auf dem Arbeitsmarkt, wo Frauen in Niedriglohn- und Teilzeitbeschäftigung sich konzentrieren, oder in der Politik, wo sie deskriptiv, also statistisch, als auch so substanziell, also inhaltlich unterrepräsentiert sind. Diese Beispiele deuten auf ein charakteristisches bzw. strukturelles Merkmal patriarchal geprägter Gesellschaften wie unsere, nämlich eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Die räumliche und symbolische Unterscheidung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen dient bis heute als Referenzrahmen dafür, welche Aufgaben von welchem Geschlecht erledigt werden sollen. Reproduktionsarbeit, das heißt alle für die Herstellung und den Erhalt des menschlichen Lebens notwendige Aufgaben wie Kochen, Waschen, Putzen, sich um junge, alte, kranke und behinderte Personen kümmern, wird dabei ganz klar der als privat konnotierten Sphäre der Familie und des Haushaltes zugeordnet, wo sie in der Regel als unbezahlte Sorgearbeit von Müttern, Ehefrauen und Töchtern verrichtet werden. Die Verlagerung der Reproduktionsarbeit in die Familie als patriarchales Strukturmerkmal lässt sich auch hierzulande wiederfinden. In der gängigen Wohlfahrtsstaatstypologie gilt Österreich als ein konservativer Wohlfahrtsstaat, wo Reproduktions- und Sorgearbeit primär als privates Familienanliegen ausverhandelt werden und der Staat sich bei Bedarf komplementär zur Familie einschaltet.
Die Hauptverantwortung für Sorgearbeit liegt also auch hier bei Familien und darin traditionell bei Frauen, wie die kürzlich veröffentlichte Zeitverwendungsstudie der Statistik Austria belegt. Einer Studie vom Jahr 2017 zufolge, die auf eine Zufallsstichprobe mit knapp 1500 PflegegeldbezieherInnen beruht, waren 59% der gepflegten Angehörige weiblich und 41% männlich. Das scheint erstmal nicht weiter geschlechtsspezifisch zu sein, wer Pflege bedarf. Doch ein unverkennbar geschlechtsspezifisches Muster lässt sich dann festhalten oder feststellen, wenn wir uns anschauen, wer diese Personen pflegt. In der Studie waren es zu 73% Frauen und 27% Männer, die ihre Angehörigen pflegten. Die meisten pflegenden Angehörige waren Kinder, PartnerInnen und Elternteile. Sorgearbeit blieb also in der Familie. Sie wird aber auch zunehmend an Migrantinnen delegiert, die in Österreich eine bedeutende Rolle bei der Schließung von Sorgelücken, insbesondere im Bereich der Altenpflege, spielen. 80% der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause durch Angehörige gepflegt. Pflege ausschließlich durch professionelle Kräfte könnte sich der Staat nicht leisten, heißt es auf der offiziellen Webseite der Bundesregierung. Aus der vorhin zitierten Studie geht ebenfalls vor, dass pflegende Angehörige eine 24-Stunden-Betreuung bei höherer Pflegegeldstufe und beim Vorliegen einer ärztlichen Demenzdiagnose eher in Anspruch nehmen. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass 92% der in Österreich tätigen 24-Stunden-BetreuerInnen weiblich sind und 98% davon Migrantinnen, hauptsächlich aus Ost- und Mitteleuropa, wird deutlich, dass das Patriarchat die härteste Arbeit den prekärsten von uns überlässt. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die gleichzeitig, wie diese Beispiele zeigen, klassenspezifisch ist und auch race- und ethnie-spezifisch, bleibt eine tragende Säule des Patriarchats. Für dessen Überwindung bleibt eine gesellschaftliche Umverteilung von Reproduktionsarbeit also unabdingbar. Überwindung des Patriarchats. Das bringt mich zu meiner zweiten feministischen Erkenntnis. Das Patriarchat, in dem wir leben, ist unvollkommen. Unvollkommen beschreibt einen Zustand, in dem die Geschlechterverhältnisse laufend neu ausverhandelt werden und deshalb stets umkämpft und unabgeschlossen sind. Ausschlaggebend für die Unabgeschlossenheit und die Unvollständigkeit des Patriarchats sind vor allem die kollektiven politischen Kämpfe von Frauen. Ein solcher andauernder Kampf betrifft feministische Bemühungen, Reproduktionsarbeit als harte und wertvolle, jedoch abgewertete Arbeit zu politisieren, durch welche die Gesellschaft erst hergestellt und erhalten wird. In ihrer gesellschaftskritischen Theorie und Praxis legen Feministinnen offen, dass im Kapitalismus Reproduktionsarbeit als unproduktive Arbeit eingestuft wird, die vermeintlich keinen Mehrwert schafft, und argumentieren dagegen, dass aber erst im Zuge der Reproduktionsarbeit die wichtigste Ware im Kapitalismus, nämlich die Arbeitskraft, überhaupt hergestellt wird. Die Verlagerung der Reproduktionsarbeit in die Familie verstehen Sie des Weiteren als eine kapitalistische Akkumulationsstrategie, durch welche die Kosten für die Herstellung der Arbeiterinnenschaft massiv reduziert wird. Das führt im Kontext fehlender institutioneller Sorgeinfrastruktur dazu, dass Frauen weniger am Arbeitsmarkt teilnehmen und Erwerbsarbeit häufiger und länger unterbrechen, mit niedrigerem Einkommen und später mit niedrigerer Rente auskommen müssen und in Folge nur mit großer Mühe oder erst gar nicht, zum Beispiel aus gewaltsamen Beziehungen, aussteigen und häufiger in Altersarmut verfallen.
Durch ihre politischen Kämpfe ist es Frauen in den letzten 100, vor allem aber in den letzten 50 Jahren gelungen, die Öffentlichkeit auf diese strukturellen Widersprüche aufmerksam zu machen und Impulse zu verschaffen, gegen diese Missstände auch staatlich, das heißt konkret durch öffentliche Gleichstellungspolitiken und durch Politiken mit Gleichstellungspotenzial vorzugehen. Für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Frauen ist der Auf- und Ausbau von öffentlicher Sorgeinfrastruktur, vor allem für die Betreuung von Kindern, essentiell. Dass in diesem Bereich ein vorläufiger gesellschaftlicher Konsens erreicht werden konnte, zeigt die aktuelle Kinderbetreuungsstatistik. Die Betreuungsquote für die 3- bis 5-Jährigen liegt hierzulande mittlerweile bei 95% und über 70% der Kindergärten werden von öffentlichen Gebietskörperschaften, also vom Bund sowie Ländern und Gemeinden, erhalten. Die Betreuungsquote von 0- bis 2-Jährigen liegt wiederum aktuell bei nur 30%. Es bleibt jedoch zu erwarten, dass Österreich auch in den nächsten Jahren in die öffentliche Infrastruktur für die Betreuung von Kindern investieren wird, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Vorgaben des EU-Rats, welche eine Betreuungsquote für 0- bis 3-Jährigen von 45% bis 2030 vorsieht. Wie alle feministische Errungenschaften bleibt auch der Prozess der Vergesellschaftung von Sorgearbeit weiterhin umkämpft, was mich zu meiner dritten feministischen Erkenntnis bringt. Der Feminismus und seine politischen Visionen werden aktuell von rechtspopulistischen und antifeministischen Akteuren heftig angegriffen. Diese Angriffe laufen über Diskurse und Narrativen, welche Feministinnen und ihre Anforderungen nach Gleichstellung und Emanzipation als eine Gefahr für die Gesellschaft konstruieren. Demnach dient der Feminismus vermeintlich zur Verweiblichung von Männern, zur Vermännlichung von Frauen und zur Frühsexualisierung von Kindern und wird die Gesellschaft letztendlich in ein chaotisches Bündel geschlechtsloser Menschen überführen. Als sicheren Ausweg aus diesem Gender-Chaos oder Gender-Wahn, wie sie das nennen, wird die Retraditionalisierung der Geschlechterrollen suggeriert, wobei Frauen ganz klar die Rolle der Mütter zukommt und institutionelle Kinderbetreuung als Kinderfremderziehung denunziert wird. Ein aktuelles Beispiel betrifft zum Beispiel den Vorschlag der FPÖ Burgenland, ein Muttergehalt einzuführen. Dieser soll dem Netto-Mindestlohn entsprechen und an burgenländischen Eltern mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die ihre Kinder zu Hause betreuen, bis zum verpflichtenden Kindergartenjahr ausgezahlt werden. Dieser Vorschlag ist deshalb so interessant und ernst zu nehmen, weil er mehrere Vorurteile und Unterdrückungssysteme wie das Patriarchat, der Rassismus und den Rassismus und den neoliberalen Kapitalismus gleichzeitig bedient. Erstens liegt diesem Vorschlag ein heteronormatives Familienbild zugrunde, wo der Mann als Ernährer der Familie der Erwerbstätigkeit nachgeht, während die Frau als Familienfürsorgerin zu Hause bleibt. Zweitens wird durch den Vorschlag eine konsequent rassistische Position eingenommen, wo eine solche Leistung nur Eltern mit österreichischer Staatsbürgerschaft zugutekommen soll. Ausgeschlossen werden ganz klar MigrantInnen, geflüchtete Personen und Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Drittens soll durch die Übernahme von Kinderbetreuung durch Mütter im eigenen Haushalt die Kosten für soziale Reproduktion möglich reduziert und gering gehalten werden, nämlich im Bereich vom Mindestlohn. Die Einführung eines solchen Muttergehalts hätte langfristig noch weitere negative gleichstellungspolitische und demokratiepolitische Folgen. Mit dem Muttergehalt sollen Anreize geschaffen werden, damit künftig immer mehr Familien und Mütter ihre Kinder häuslich betreuen. Das könnte dazu führen, dass durch die weniger Inanspruchnahme der institutionellen Kinderbetreuung hier die Arbeits- und Betreuungsbedingungen sich weiter verschlechtern. Eine schlechtere Qualität
von Kinderbetreuung würde wiederum viele Familien möglicherweise dazu veranlassen, private und individuelle Lösungen für die Betreuung ihrer Kinder zu finden. Ein solches Umdenken in der Bevölkerung würde den gesellschaftlichen Konsens, dass Kinderbetreuung eine gesellschaftliche Aufgabe ist, für deren Erledigung der Wohlfahrtsstaat idealerweise die nötige Infrastruktur zur Verfügung stellen sollte, langfristig untergraben. Frauen, die nun wieder mehr familiäre Sorgearbeit leisten sollen, würden am gesellschaftlichen Leben nur am Rande teilnehmen können. Der Abbau bestehender Sorgeinfrastruktur, wie etwa die öffentliche Kinderbetreuung, ist aber nicht die einzige Gefahr. Eine weitere Gefahr besteht in ihrer rassistischen Umdeutung. Ich fahre mit dem Beispiel der Kinderbetreuung fort. Eine zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz genießen auch assimilatorische Ansätze, die öffentliche Kinderbetreuung als integrationspolitische Maßnahme begreifen, wobei der Fokus primär auf das Erlernen der deutschen Sprache und die frühzeitige Vermittlung von in Anführungszeichen österreichischen Werten an Kindern mit Migrationsbiografie gelegt. Diese setzten sich in der Vergangenheit teilweise sogar für die Einführung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres ein. Wichtig ist also, auf welche Weise bestehende Politiken mit Gleichstellungspotenzial umgedeutet werden und mit welchem Motiv diese ausgebaut oder erweitert werden sollen. Neben der rassistischen Umdeutung sind auch neoliberale Deutungen von solchen Politiken mit Gleichstellungspotenzial höchst problematisch. In Bezug auf Kinderbetreuung kann erstens festgehalten werden, dass diese häufig als staatliche Investition in Humankapital verstanden wird, welche Wirtschaftswachstum, Wettbewerb und Innovation befördern soll. Dieser mittlerweile hegemoniale Deutung liegt ein neoliberales Menschenbild zugrunde, ein vermeintlich von Grund auf nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten denkendes und handelndes Wesen, das vor allem von der Überlegung der Nutzenmaximierung getrieben ist. Durch Bildung soll dieses Wesen zu einem selbstoptimierten Subjekt erzogen werden, das sich selbstverantwortlich um sich kümmert, ohne sich dabei auf die Sorge und Solidarität seiner Mitmenschen und vor allem nicht auf den Staat zu verlassen. Zweitens wird seitens von neoliberalen Akteuren politische Anforderungen nach Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung formuliert, um Frauen und somit die Gesellschaft zu mehr Erwerbsarbeit zu zwingen. Feministinnen fordern aber im Gegenteil, dass Frauen und Menschen allgemein weniger Zeit für das Thing-Making, so bezeichnet es die Feministin Titi Bhattacharya, also Machen, Herstellen, Produzieren von Dingen, Gegenständen, Waren, und mehr Lebenszeit für Life-Making, also das Herstellen und Gestalten vom Leben selbst aufwenden sollten, um möglichst gut leben zu können. Die Kürzung der Erwerbsarbeit ist also fester Bestandteil feministischer Vorstellungen von einer fürsorglichen und emanzipierten Gesellschaft. Ein Ausweg aus diesem komplexen und widersprüchlichen Bündel von Angriffen und Gefahren für Gleichstellung und Emanzipation bieten wie gestern auch heute die organisierten kollektiven Kämpfe von Frauen, was mich zu meiner vierten und für diesen Vortrag letzten Erkenntnis bringt. Frauen müssen breite Allianzen bzw. Koalitionen bilden und ein solidarisches politisches Miteinander pflegen, um aktuelle Angriffe seitens von Rechtspopulisten und neoliberalen Akteuren wirksam und entschlossen entgegenzuwirken. Eine Vielzahl von feministischen SozialbewegungsforscherInnen zeigen, dass Frauen am besten dann breite Allianzen untereinander bilden, wenn sie mit einer bevorstehenden Gefahr wie etwa die Kriminalisierung von Abtreibung oder einer politischen Gelegenheit wie etwa die Wahl eines mehrheitlich frauenfreundlichen Parlaments konfrontiert sind.
Zudem wird gezeigt, dass Frauen leichter zueinander finden, wenn sie politische Diskurse und Strategien verfolgen, die intersektional sind, die also ein Bewusstsein über die unterschiedlichen Formen und Grade der Unterdrückung, denen Frauen aufgrund ihrer unterschiedlichen Klassenpositionen und Ethnie ausgesetzt sind, aufweisen. In meiner eigenen Forschung zur Bildung von Frauenallianzen in der Türkei habe ich festgestellt, dass bewaffnete Konflikte und Kriege und die damit einhergehenden maskulinistischen Standpunkte wie der Nationalismus und der Militarismus sich negativ auf die Bildung von gesellschaftlicher Solidarität und auch Frauensolidarität auswirken. Frauenpolitische Themen rücken dabei in den Hintergrund, während Grenzziehung und Gegnerschaft in den Mittelgrund gesellschaftlicher Verhandlungsprozesse rücken. Das heißt, gesellschaftliche Prioritäten verschieben sich und somit werden gesellschaftliche Ressourcen möglicherweise anders eingesetzt, zum Beispiel weg von fürsorgenden Einrichtungen und sorgebedürftigen Menschen hin zu repressiven Sektoren und Institutionen wie die Polizei, das Militär oder der Sicherheitsdienst. Auch die gesellschaftliche Polarisierung, die in solchen Kontexten sehr üblich ist und zunimmt, kann sich negativ auf die Bildung von frauenpolitischen Bündnissen und auch von breiten gesellschaftlichen Bündnissen auswirken. In Österreich stellt meines Erachtens ein bestimmter politischer Prozess ein vergleichbares Hindernis für die Entfaltung von gesellschaftlicher Solidarität und droht diese langfristig zu untergraben. Dieser Prozess heißt Versicherheitlichung und beschreibt die Umdeutung von gesellschaftlichen Anliegen und Auseinandersetzungen als Fragen nationaler Sicherheit und öffentlicher Ordnung. Unverkennbar ist dieser Prozess der Versicherheitlichung vor allem im Politikbereich der Flucht und Migration, wo diese gesellschaftlichen Phänomene als sicherheitspolitische Risiken konstruiert und dementsprechend bekämpft werden. Doch es wäre naiv zu glauben, dass Versicherheitlichung sich nur auf einen spezifischen bzw. speziellen Politikbereich, nämlich der Flucht und Migration, beschränkt. Vielmehr kann von einem politischen Spillover ausgegangen werden, wo der Sicherheitsgedanke sich langsam in alle gesellschaftlichen Bereiche verbreitet. Für ein solidarisches Miteinander bedarf es aber einem feministischen Verständnis von Sicherheit, das diesem mittlerweile auch breit akzeptierten Sicherheitsgedanke, diesem repressiven Sicherheitsgedanke gegenübersteht. Nämlich Sicherheit als kollektives oder gesellschaftliches Vertrauen, das Sorge und Solidarität allen Mitgliedern der Gesellschaft gewährt wird. Für ein solches nicht repressives und fürsorgliches Verständnis von Sicherheit müssen wir an erster Stelle an unserem Menschenbild, das wir als Gesellschaft pflegen, wegkommen. Wir Menschen sind vulnerabel und interdependent und bedürfen der Sorge und der Solidarität unseren Mitmenschen, um in Würde leben und sterben zu können. Es ist die menschliche Vulnerabilität und die zwischenmenschliche Interdependenz, die als Grundlage unserer politischen Kämpfe für eine entsprechende gesellschaftliche Ordnung dienen soll. Wir können auch unsere Demokratie, die zurzeit unter autoritär-rechtspopulistischem Angriff steht, entlang dieser feministischen Überlegungen neu konzipieren und neu gestalten. Klassischen Demokratietheorien liegt die Vorstellung eines autonomen Subjekts zugrunde, als ein Subjekt, das unabhängig von anderen Menschen selbstgenügsam existieren kann. Diesem verzerrten Menschenbild setzen Feministinnen menschliche Verletzlichkeit und Abhängigkeit entgegen. So schreibt Feministin Joan Tronto zum Beispiel, dass Autonomie kein natürlicher menschlicher Zustand ist, sondern die Vision und das Ziel einer fürsorglichen Demokratie.
gerade diese feministischen Überlegungen zu menschlicher Vulnerabilität, zu Sicherheit, als gesellschaftliches Vertrauen, jederzeit umsorgt zu werden und Demokratie als fürsorgliche Praxis zur Erreichung von Gleichstellung und Emanzipation können als Grundlage für die Bildung von breiten gesellschaftlichen Allianzen dienen. Frauen, Feministinnen und ihre lange Geschichte der Herstellung von zwar nicht schmerzlosen, aber doch absolut notwendigen Allianzen und Solidaritäten können dabei als politische Anleitung für progressive gesellschaftliche Kräfte dienen, die gemeinsam mit Frauen die laufenden politischen Verschiebungen in Richtung zwischenmenschlicher und institutioneller Sorglosigkeit bekämpfen möchten. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Aysche Dursun, danke vielmals auch für diese politikwissenschaftliche Einordnung und auch Aufladung der Bedeutung, die vor allem Bündnispartnerschaften haben, wenn es um eine fortschrittliche, um eine progressive Gesellschaftspolitik, um eine feministische Gesellschaft geht. Danke vielmals. An dieser Stelle noch einmal auch ein herzliches Dankeschön. Ich habe eben Bilder bekommen vom vollbesetzten und ebenso an den Lippen unserer Vortragenden und Rednerinnen hängenden Teilnehmerinnen im zweiten Saal hier im Parlament. Danke vielmals, dass Sie uns sozusagen auch Ihre Anwesenheit in diesem zweiten Saal geben, aber vor allem auch ein Danke an Sie alle, die via Livestream dabei sind. Ich habe eben gehört und finde großartig, was hier den Organisatorinnen gelungen ist, dass auch der ORF hier heute live überträgt. Danke vielmals an dieser Stelle. Ein besonderes Zeichen der Wertschätzung, wie ich meine, für die ehemalige Nationalratspräsidentin Barbara Brammer, der wir heute hier gedenken. Und die, das haben auch all die Einträge damals in ihrem Kondolenzbuch gezeigt, weit, weit, weit hinaus gestrahlt hat über den politischen Handlungsrahmen, dem sie sich natürlich immer angeschlossen hat, nämlich ihrer sozialdemokratischen Familie. Bündnispartnerinnen, ja, die braucht es und andersrum gesagt, auch Bündnisse brauchen unsere Unterstützung und das ist eine Überleitung zu einem Wahlereignis dieses Jahr, das ganz besonders für die arbeitende Bevölkerung und Spoiler, mehrheitlich Frauen, betrifft, nämlich die Wahl zu den Arbeiterkammern in ganz Österreich. Wir haben uns daher entschieden, auch im Rahmen dieses Barbara Brammer Symposiums zwei wichtige Wahlen daher mit ihren Vertreterinnen hier zu Wort kommen zu lassen. Und wir fangen an mit der Arbeiterkammerwahl. Und leider ist die Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl, die immer gerne beim Barbara Brammer Symposium dabei gewesen ist, heute terminlich verhindert bei einem Betriebsbesuch. Aber sie hat uns ein Video geschickt und ich darf an die Regie übergeben. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr gerne wäre ich heute unter Ihnen. Denn je mehr Frauen sich für andere Frauen, für die Sorgen und Anliegen von Frauen stark machen, umso stärker macht das jede einzelne Frau in unserem Land. Sehr gerne wäre ich auch deshalb dabei, weil es das 10. Symposium im Gedenken an Barbara Brammer ist und weil wir heuer ihren 70. Geburtstag feiern. Sie fehlt uns allen sehr, denn unser Kampf für Frauenrechte ist noch lange nicht zu Ende. In diesem Kampf hatten die Frauen in unserem Land mit Barbara Brammer eine verlässliche, standhafte, konsequente Mitstreiterin. Davon kann es nie genug geben. Und ich muss in diesem Kreis nicht darüber sprechen, in wie vielen Bereichen Frauen heute immer noch benachteiligt, diskriminiert und oftmals ausgeschlossen werden. Sie wissen das alles so gut wie ich. Und es macht sie bestimmt genauso wütend wie mich. Wir alle hier haben aber die große Verantwortung, aus unserer Wut etwas zu machen. Wir haben die Pflicht, unserer Wut eine laute, starke, kraftvolle, fordernde Stimme zu geben.
Wir müssen das einfordern, was uns gehört, und nicht darum bitten. Wir schulden das den vielen Frauen, die es nicht selbst können. Ich bin sehr froh darüber, dass wir das auch über ideologische Grenzen hinweg immer wieder tun. Mancher mag vielleicht sagen, der Kampf um Frauenrechte gehört ins vorige Jahrhundert. Frauen haben doch eh schon alle Möglichkeiten. Ein ganz klares Nein von mir. Wir leben zwar in einem reichen Land, in einem modernen Land, inmitten der reichen Europäischen Union. Das heißt aber noch lange nicht, dass uns Frauen dieser Reichtum auch gleiche Chancen und Gerechtigkeit bringt. In der Arbeitswelt und im Alltag sind wir von Chancengleichheit immer noch weit entfernt. Ich erinnere nur daran, dass wir immer noch den Equal Pay Day begehen müssen, dass wir immer noch nicht gleich bezahlt werden, dass wir immer noch die Hauptverantwortung für die Familienarbeit haben. Alleine das schließt uns Frauen schon von vielem aus. In allen Krisen sind es immer zuerst wir Frauen, die die negativen Folgen spüren. Corona hat uns Frauen ganz viel abverlangt. Als Beschäftigte im Handel, als Mütter von Kindergarten oder Schulkindern, als Töchter, Nichten, Schwestern von pflegebedürftigen Angehörigen. Die Teuerung der vergangenen Jahre in vielen Bereichen treffen uns Frauen besonders hart. Das betrifft Kosten für Energie, Miete, Lebensmittel oder Schulkosten, genauso wie Nachmittagsbetreuung und die eigene Freizeit. In den vergangenen Jahren geht es aber auch um ganz grundsätzliche Fragen. Wir bemerken ein Erstarken von antidemokratischen Kräften und nicht nur in anderen Ländern, auch bei uns. Auch das wirkt sich auf Frauen besonders negativ aus. Denn wer die Demokratie anzweifelt, anfeindet, angreift, der greift auch Frauenrechte an. Was wir daher brauchen, ein starkes, lautes, selbstbewusstes Bekenntnis zur Demokratie. Heuer werden viele Wahlen stattfinden. Arbeiterkammer, Europäisches Parlament, Landtage, Gemeinderäte. Nutzen wir diese Gelegenheit, um der Demokratie einen ordentlichen feministischen Boost zu geben. Machen wir Frauenthemen zu dominierenden Themen bei diesen Wahlen. Sorgen wir dafür, dass Frauen sich ganz besonders stark an allen Wahlgängen beteiligen. Zeigen wir den Feinden der Demokratie ganz deutlich: Wenn Sie die Demokratie angreifen, dann bekommen Sie es mit uns Frauen zu tun. Und das werden wir uns nicht bieten lassen. Machen wir das. Denn um mit einem Zitat von Barbara Brammer zu enden: Demokratie und Menschenrechte sind immer nur so stark wie die Bereitschaft der Menschen, sie gegen Angriffe zu verteidigen. Ich wünsche Ihnen ein gelungenes Symposium im Sinne aller Frauen in unserem Land und schließe mit einem herzlichen Glück auf. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Renate Anderl und danke auch für diesen kämpferischen Aufruf an uns Frauen als Verteidigerinnen der Demokratie, keine Minute Ruhe zu geben und nicht stillzustehen und weiterhin laut sein und zu fordern und das am besten mit gesellschaftlicher Teilhabe und das auch am besten sichtbar und an der Spitze von Institutionen. Das ist meine Überleitung für die hier bei uns heute anwesende Vizepräsidentin. Präsidentin des Europäischen Parlaments. Ich darf um einen Applaus ersuchen für Evelyn Regner. Evelyn Regner, abgesehen von dem feministischen und demokratiepolitischen Kontext heute hier, ein Riesenapplaus für dein zähes Verhandeln in Europa, egal ob es um Geldwäsche geht, egal ob es um die Sichtbarkeit von Frauen in Aufsichtsräten geht, egal ob es um Lohngleichheit geht. Unfassbar, was du jeden Tag in Brüssel für uns Frauen in ganz Europa erkämpfst. Und das ist jetzt einfach nochmal ein Applaus für dich, ob du willst oder nicht. Danke vielmals. Wir haben es vor allem in den beiden Keynotes gehört. Es gibt zwei, wenn man so will, große, auch übergreifende politische Themen momentan, jedenfalls in Europa. Das eine sind
Anti-Gender-Movements, also sozusagen die ganze Frage der Organisation gegenüber einer progressiven Gesellschaftspolitik, gegenüber einer feministisch anspruchsvollen, selbstsicheren Politik. Und das andere ist die immer noch ungelöste, von uns allen immer adressierte Frage der Care-Arbeit. Ich weiß, wir haben im Vorfeld sozusagen zwei Fragerunden vereinbart angesichts der fortgeschrittenen Zeit und auch, dass wir in den Workshops ja vor allem auch wirklich dann die Zeit zum Arbeiten haben wollen. Wie könntest du zu diesen beiden Themen, die sich sozusagen drüberlegen über das Gesamtgefüge und die ganz zweifellos in allen europäischen Mitgliedstaaten auch ein Thema sind während des Wahlkampfs, was ist da so die Klammer und was ist auch dein Appell an die Frauen in Österreich und in Europa? Dankeschön. Mein Danke schön möchte ich an die beiden Vortragenden, Frau Dursun und Frau Erker, richten. Der Blick in die Geschichte, der wissenschaftliche Blick, der schärft unseren Blick jetzt, wie wir die Herausforderungen in diesem Jahr auch vielleicht noch besser angehen können. Das Jahr 2024 kann eigentlich ein Fest der Demokratie werden. Wir stehen hier vor Demokratiefeinden, die Frauenrechte attackieren. Und auf der anderen Seite, mit all den Wahlen kann das eigentlich ein großartiges Ereignis werden, wie wir unsere Forderungen gegen das Patriarchat, gegen die Demokratiefeinde durchsetzen. Und insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, das ist jetzt gleich mein erster Appell, dies als eine wunderbare Gelegenheit der radikalen Solidarität aufzufassen, nämlich der DemokratiefreundInnen und der FeministInnen. Das ist eine ganz, ganz logische Klammer. Und gerade Barbara Prammer ist nicht nur ein Symbol dafür, sondern sie hat gerade mit ihrem Einsatz für die Demokratiewerkstatt und für die Frauenrechte ja genau gezeigt, dass das komplett miteinander zusammenhängt. Wir sehen Sozialpartnerschaft, das schöne Wort Sozialpartnerschaft, Partnerschaft, das heißt eine Sozialpartnerinnenschaft, nicht? Das ist ja schon ebenfalls die Klammer, nämlich dass wir natürliche Solidarität haben, wenn es darum geht, um entsprechende Maßnahmen, um die Care-Bedingungen zu verbessern, individuelle Rechte von Frauen, aber vor allem auch die Stärkung des Wohlfahrtsstaates, der ja die Rahmenbedingungen schafft, dass gerade Sozialpartnerinnen mit an Bord sind, dass es darum geht, dass wir unsere ganz klassische Partnerschaft, Partnerinnenschaft mit der LGBTIQ-Bewegung ja, genauso zu pflegen. Und insofern sehen wir eigentlich, wenn wir die Augen ein bisschen aufmachen, unglaublich viele Partnerinnen und es ist ganz, ganz logisch, dass wir da zusammenhalten. Insofern kann ich nur einladen, dass wir dieses Jahr besonders offensiv sehen und nicht nur auf diesen Angstzug, den eben die Gegner der Feministinnen letztlich sind, wahrnehmen und sagen, so, wir gehen das offensiv an. Die Antidemokratiebewegung, und auf das möchte ich aber trotzdem natürlich auch aufmerksam machen, erfordert, dass wir europäisch, international zusammenarbeiten. Ich schaue, und Evi Holzleitner hat das ja wunderbar erwähnt, in ihrem Eingangsstatement nach Polen, wo diejenigen, die unter großem Risiko, persönlichem Risiko auf die Straße gegangen sind, um für das Recht auf Abtreibung zu kämpfen, um dafür zu kämpfen, dass Frauenrechte wahrgenommen werden, dass diejenigen mit ihrer Ausdauer, mit ihrem Mut letztlich auch dazu beitragen können, dass sie ein ganz grausliches System letztlich über Bord werfen. Und das sollte uns Mut machen. Und Mut machen sollte uns auch, obwohl das so an und für sich natürlich ganz traurig klingt, wenn ich jetzt auf den Iran zu sprechen komme, aber wenn wir sehen, was diese fantastischen, großartigen Frauen, aber nicht nur die Frauen, sondern weil wir feministisch denken, deren Brüder, deren Männer leisten, kann das uns nur einen Boost geben, dass wir mutig sind und entsprechend natürlich dass dieses Wahljahr auch auffassen als etwas, was für uns einiges ermöglicht. Ich möchte nur ein Beispiel aus der Care-Arbeit sagen, um ein bisschen konkreter zu werden. Wir sehen, wir haben auf europäischer Ebene sehr vieles auf den Weg gebracht. Österreich ist hier absolut im Verzug. Wir wissen das natürlich, dass hier wesentlich mehr gute Kinderbetreuungsplätze, Elementarbildungsplätze notwendig sind. Das ist alles vorgegeben. Das haben wir schon europäisch beschlossen. Es gilt dieses Jahr auch zu nutzen, zu zeigen, wir haben europäisch vieles erreicht, Großartiges erreicht, beschlossen, dass es
Umzusetzen geht. Uns fehlt es oftmals an Umsetzen und deshalb ist natürlich auch so wichtig, dass wir da europäisch noch viel, viel stärker zusammenarbeiten. Und das wäre jetzt so in ganz wenigen Worten mein Appell, weil am Nachmittag, glaube ich, haben wir ja da noch sehr, sehr viel Gelegenheit von euch allen, von denen ich jetzt so, wenn ich in den Raum schaue, was hier für wissende, demokratisch geschulte, großartige FeministInnen im Raum sind, einiges dafür auch auf den Weg zu nehmen. Danke vielmals, Evelyn Regner. Und ich möchte das nur unterstreichen, man kann diese Frau wählen, ja, bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Danke dir. Danke auch, Evelyn Regner, für den Hinweis, dass feministische Politik ganz gemäß dem großen und traditionellen Arbeiterinnenlied, wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir auch für den Mann, auch Hand in Hand, natürlich mit feministischen Männern geht es, freut mich daher ganz besonders und das ist außer Protokoll, dass zwei junge feministische Männer, nämlich der Vorsitzende der jungen Generation und der Essier, schon den ganzen Tag über hier hinten einfach stehen. Uns keinen Sitzplatz wegnehmen. Lieber Michi Kögel, lieber Paul Stich, wir Frauen brauchen euch und ich weiß, dass ihr feministische Mitstreiter seid und es ist gut, dass ihr eine junge Generation präsentiert. Danke, dass ihr an der Seite des Barbara Prammer Symposiums steht, im wahrsten Sinne des Wortes und uns Frauen die Sitzplätze überlasst. Wir kommen jetzt zu dem Teil des Barbara Prammer Symposiums, an dem wir uns nun tatsächlich von allen, die wir Livestream dabei waren, verabschieden müssen, nämlich zu dem Teil, wo wir in den Arbeitskreisen, in den Workshops hier weiterarbeiten werden an dieser Stelle. Daher wirklich noch einmal ein herzliches Dankeschön an all jene, die heute hoffentlich hier den Spirit von Barbara Prammer, aber noch viel mehr die Bedeutung von Demokratie und Feminismus mit uns geteilt haben. Danke an dieser Stelle auch an alle Medien, die via Livestream mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Wir kommen hier jetzt vor Ort im Parlament eben zunächst zu einer Mittagspause, wo es einen Imbiss in der Säulenhalle geben wird. Sie sind betreut durch ganz, ganz viele MitarbeiterInnen hier im Saal. Keine Sorge, Sie werden uns nicht verloren gehen. Von der Säulenhalle weg, nämlich tatsächlich räumlich weg, führen dann alle Wege direkt in die Workshop-Räume. Angeblich, und so hoffe ich, stimmt es auch, haben Sie sich schon beim Check-in hier im Haus für einen Arbeitskreis, für einen Workshop entschieden. Sollte es doch ein Ungleichverhältnis geben, dass vielleicht ein Saal keine sozusagen Möglichkeit mehr hat aufgrund der Größe, darf ich an Sie appellieren. Es sind, glaube ich, alle heute angebotenen Themen extrem wichtig. Es geht um Medienrecht und Meinungsfreiheit, es geht um Wirtschaft, Partizipation und Arbeitsmarkt und es geht um Kunst, Kultur und das große Thema KI. Liebe Hilde Havlicek als ehemalige Kulturministerin und Wissenschaftsministerin, sicher auch für dich spannend. Nach den Workshops gibt es noch einmal eine Zusammenfassung um etwa 15.15 Uhr. Workshops werden so um 13 Uhr beginnen. Man hat mir gesagt, Sie können mitunter einen Imbiss oder auch die Tasse Kaffee in den Workshop mitnehmen. Schauen wir, dass wir dort pünktlich beginnen. 15.15 Uhr eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und auch das ist eine Besonderheit heute aus Anlass des 10. Barbara Prammer Symposiums. Es gibt dann um 17.30 Uhr, um 17.45 Uhr spätestens einen Empfang ebenfalls in der Säulenhalle aufgrund des Jubiläumsjahres. Dieser Empfang wird begleitet werden, moderierend von Ruth Manninger, der Bundesgeschäftsführerin der SPÖ-Frauenorganisation, die sich mit ihrem Team, finde ich, jetzt auch einen Riesenapplaus verdient hat. Für die Organisation.
Das wird nämlich alles noch so nebenher aus dem Ärmel geschüttelt. Ja. Also das wird nicht eine teure Agentur beauftragt oder wie das sonst der Fall ist, sondern wirklich mit sehr viel Herzblut und Energie betrieben. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden, mich sehr für das Vertrauen der Organisationsbeteiligten an dem Barbara Brammer Symposium bedanken und schließen: Barbara Brammer fehlt und Barbara Brammer hat gleichzeitig in Ihnen allen hier, in euch allen hier, die würdigsten Nachfolgerinnen, die würdigsten Mitstreiterinnen, und wäre sie heute hier, würde nicht nur ihr Herz übergehen, sondern sie würde das zeigen, was wir, glaube ich, alle an ihr vermissen: ihr Lachen und ihre persönlichen positiven Spirit. In diesem Sinne auch ein persönliches Danke von mir. Bleiben Sie dem Barbara Brammer Symposium verbunden und gutes Arbeiten in den Workshops. Auf Wiedersehen. Applaus